hasse es nicht! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Das ist nicht wahr! Entschuldigung, was? Oder wir reden immer noch über den beschissenen Stuhl! Oh mein Gott, jetzt ist mir auch... Oh mein Gott, mir wird richtig übel, Alter. Du erntest, was du siehst. Friss f***ing Scheiße. Friss Scheiße. Du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmacher vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Das letzte Flipflop-Video, was wir dazu gesehen haben, hat ganz neue Ausmaße im Zusammenhang der Vorwürfe bezüglich dieses Verhältnisses zwischen Anni und Mauki in den Raum gestellt. Da ging es teilweise um Vorwürfe der Vergewaltigung und also richtig extremer Scheiß. Und da wurden auch Verläufe reingebracht, die mehr oder weniger beweisen oder mit einbringen, dass auch andere Leute das so dachten und dass denen das erzählt wurde. Und ich weiß jetzt wirklich nicht genau, worauf dieses Antwortvideo abzielt. Aber wir werden es sicherlich sehen und lesen, während wir es ganz ruhig, mit chirurgischer Präzision analysieren. Sexualisierter Humor? Das ist ja der weirdeste Disclaimer überhaupt. In diesem Video werden Missbrauch, häusliche Gewalt, sexualisierter Humor und fahrlässiger Umgang mit Psychopharmaka thematisiert. Okay. Ich bin nicht bereit, aber wir versuchen es mal. Ich weiß, ich wollte nichts mehr zu all diesem ganzen Sturm-Thema sagen und ich habe in den letzten Monaten wirklich sehr viel Therapiestunden gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich viel angehört und ich bin wirklich offen für Kritik und ich habe mich auch entschuldigt und ich verstehe auch, wenn ich kacke gewesen bin in privaten Zusammenhängen, aber jetzt wird gelogen. Aber, ja, jetzt wird gelogen. Ich bin 18 Sekunden drin und ich möchte schon so viel sagen. Natürlich müssen solche Sachen immer authentisch sein, ja. Aber, versteht ihr? Alles, was ich gerade vor dem Aber gesagt habe, ist eigentlich irrelevant mit meinem Aber. Natürlich müssen solche Statements immer extrem authentisch sein und ich kann es voll verstehen, dass man versucht, eher darauf zu pochen, die Kredibilität am Leben zu erhalten. Aber, alles, was ich vor dem Aber gesagt habe, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Denn das, was ich danach sage, ist eigentlich das, was ich wirklich zum Ausdruck bringen will. Denn wurde ja nur gelogen. Dieser kleine Tipp, das hat mir übrigens sehr geholfen, dieser kleine Tipp schafft so viel mit Worten, dass man sich daran wirklich mal festhalten sollte. Also wir hören uns das nochmal an, damit ihr vielleicht auch merkt, was ich damit meine. Ich weiß, ich wollte nichts mehr zu all diesem ganzen Sturm-Thema sagen und ich habe in den letzten Monaten wirklich wirklich, wirklich, wirklich viel angehört und ich bin wirklich offen für Kritik und ich habe mich auch entschuldigt und ich verstehe auch, wenn ich kacke gewesen bin. All das, was vor dem Aber gesagt wird, ist vollkommen gleich weg. Privaten Zusammenhängen, aber jetzt wird gelogen. Weg. Doesn't matter. It's gone. It's gone. Ich habe Beweise dafür, dass es einfach nur noch Lügen sind mittlerweile. Ja, so gelogen. Wenn jetzt öffentlich über mich gelogen wird, werde ich öffentlich das Ganze richtigstellen. Wenn jetzt noch auf die Familie geschwört wird und auf Gott, dann mache ich wirklich, das sind zwei Sachen, die ich nicht erwarten würde. Und auf die Mutter. Sag voila. Ich kann nicht mehr. Bitte hört auf. Ich fühle mich zu diesem Video gezwungen. Ich mache das. Entschuldigung, mein Tee ist fertig. Ich mache das nicht gerne. Ich habe das Video geskriptet, weil es echt viel ist, damit ich nichts vergesse. Ich werde also zwischendurch ein bisschen was ablesen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich komisch bin. Ich war beim letzten Video schon komisch. Es ist einfach ein schwieriges Thema und man versucht natürlich nichts Falsches zu sagen, nicht zu viel zu sagen. Entschuldigt, wenn ich seltsam bin. Okay. Entschuldigung angenommen. Für die drei Leute, die das Ganze noch nicht mitbekommen haben, ich fasse mal einmal kurz zusammen, was bisher geschehen ist. Am 4. Mai hat Mauki in ihrem Stream einen Wutanfall wegen einer Donation bekommen, in der mein Name erwähnt worden ist. Daraufhin hat sie extrem hart gegen mich öffentlich geschossen und einen sehr, sehr, sehr großen Storm ausgelöst, der bis heute hin anhält. Ich habe damals auf die Vorwürfe sowohl mit einem Video als auch einer ausführlichen Entschuldigung reagiert. Stopp. Ja. Ja, ich werde das jetzt ein paar Mal mehr machen, damit das richtig ist. Ne? Das erste Video und das zweite Video, der zweite
Tweet haben natürlich schon stattgefunden. Aber der Inhalt des ersten Videos und der Inhalt des zweiten Tweets waren so unterschiedlich, dass man sich die Frage gestellt hat, ob das erste Video denn irgendwie ernst gemeint war, weil das zweite Statement ja das erste irgendwie besser gemacht hat. Und es war dann, also es war merkwürdig. Ganz wichtig, der Teil bleibt bestehen. Es tut mir immer noch wirklich, wirklich von Herzen leid, dass ich Menschen verletzt habe. Ich muss an mir arbeiten, ich muss lernen, besser mit Menschen umzugehen. Ich habe jetzt auch verstanden, dass egal, was ich gemeint habe oder egal, wie ich es rüberbringen wollte, das egal ist. Ich habe Menschen verletzt, dafür entschuldige ich mich und das tut mir leid und dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Aber? Ganz ehrlich. Am 28. Okay, sorry. Nicht, es war kein Aber da. Es war kein Aber da. Ich habe das Aber hinzugefügt, weil ich das Aber gerade gedacht, gefühlt habe. Ich habe das Aber gespürt. Im Juni habe ich dann zum ersten Mal wieder testweise gestreamt. War ein technischer Test. Der Stream war dann der finale Auslöser für Mauki, ein weiteres Video zu mir zu machen. Dieses Beweisvideo hat sie mir seit dem 9. Mai angedroht. Am 27. Juli, also 2,5 Monate später, wurde dieses Video dann veröffentlicht. Mit einigen wirklich sehr, sehr, sehr krassen Vorwürfen. Ja, sehr gut. Stimmt. Es geht um eine von mir inszenierte Schmierkampagne, die Verbreitung von Lügen, Ghosting, eine Sexparty, und das hat auch noch weitere sehr, sehr, sehr schwierige... Ich kann nicht fassen, dass ich das sagen muss. Ich dachte, das bleibt unter uns. Vorwürfe mit hochgeholt. Der Unterschied zu vorherigen Statements ist, dass es in diesem Video von Mauki nicht mehr um persönliche Empfindungen oder Wahrnehmungen geht, die immer legitim sind, sondern um Lügen. Lügen, die sich auch sehr, sehr, sehr einfach und eindeutig aufdecken lassen. Ich weiß, okay. Natürlich ist das Vertrauen in mich nach all diesen Anschuldigungen, dass ich eine Lügnerin, Manipulateurin, notorisch krank, narzisstisch, was auch immer. Mir zu vertrauen ist nicht gerade leicht, in mein Wort zu vertrauen ist nicht gerade leicht. Ich verstehe das. Und deswegen werde ich alles, was ich sage, auch mit ganz klaren Beweisen belegen. Wer so harte Aussagen öffentlich tätigt, der muss damit rechnen, dass sich die betroffenen Personen wehren. Und das mache ich heute. Okay. Okay, hören wir erstmal rein. Weil ich keine andere Wahl mehr habe. Ich kann das nicht mehr so stehen lassen. Ich will nochmal ganz deutlich sagen, dass ich nichts veröffentlichen werde, was nicht schon durch Mauki veröffentlicht worden ist oder zumindest angedeutet worden ist. Bei sehr, sehr schweren Vorwürfen oder klaren Lügen muss ich dennoch Kontext geben. Und vielleicht kommt diese Nachricht ja irgendwie da draußen bei allen Beteiligten an. Bitte hört auf, mein Privatleben mit aller Macht in die Öffentlichkeit zu zehren, als wäre es irgendein Trash-TV-Inhalt. Es ist ekelhaft, es reicht, ich kann nicht mehr, bitte hört auf. Bitte. Also, excusez-moi einen Moment. Von welchem Privatleben redet sie? Ich bin jetzt natürlich nicht in der, also man könnte meinen, ich bin tief in der Rabbit Hole drinne. Ich weiß aber nicht, welche Privatsachen da rausgegraben wurden. Das mit der Katzenpille? Also man muss eine Sache extrem in den Vordergrund setzen. Dieses Video ist absolut kontraproduktiv. Jeder, der dieses Video sieht, wird zu 100% kein Wort glauben. Also ich werde mir sehr viel Mühe geben, aber ich bin natürlich extrem biased. Das will ich vorher sagen. Die einzigen Leute, die das hier glauben, sind die Leute, die es vorher schon geglaubt haben. Und die Leute, die es vorher schon geglaubt haben, sind Hurensöhne. Top-Donator, Abonnenten, Fans. Einzugestehen, dass man extrem wenig Kredibilität hat und zu erwarten, dass irgendeiner irgendwem irgendwas glaubt, ist halt, keine Ahnung, das ist halt, ist vollkommen wertlos. Was hier mit diesem Video passiert, ist das, was wahrscheinlich schon wieder passieren wird. Und das ist halt etwas, das im Kern ein Problem von Social Media ist. Aber ich habe vorhin, einer meiner Cutter hat losgelegt. Das, was jetzt passiert, ist das, was im Kern schon mal passiert ist. Das Video geht live, die Streams gehen an. Und das in einem Maße, in dem der gesamte Tenor nochmal hochgekocht wird. Also alles. Es wird alles nochmal hochgekocht. Nichts davon wird vergessen und es dauert auch extrem lange. Also eigentlich dauert es nicht extrem lange, aber es dauert dann halt nochmal länger, bis dieses Thema durch ist. Weil Twitch Deutschland, und da schließe ich mich mit ein, ich bin da Teil von, natürlich, ganz klar, Twitch Dach, Grüße aus der Suite, sich diese Sache hier reinzieht. Wie die Fliegen zur Scheiße.
kommen die. Wir sind da Teil von. Wir sind da ganz klar Teil von. Also nur, um das ganz kurz einzuordnen, darüber weiter zu reden und den Haufen größer zu machen, damit mehr Fliegen kommen, wird nicht dazu führen, dass man einen objektiven Umgang mit diesem Thema hat. Auch das kann ich nicht von mir sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich objektiv dazu in der Lage bin, hier irgendwas beizutragen, weil ich ja auch keine beteiligte Person bin. Ich zeck mich da irgendwie rein, aber man ist wichtig, das zu wissen. Und das ist im Umgang mit Sachen, die im Internet passieren, immer eine, ist gängig. Je länger und je intensiver Reaktion auf Reaktion, Antwort an Antwort passiert, desto intensiver wird darüber geredet. Und hier jetzt auch ein Tipp von der Stay Statement GmbH. Wenn jemand gegen dich ein bestimmtes Ansagevideo macht und du hast keinen Bock darauf, dass Reaktion auf Reaktion kommt, außer du willst es, dann antworte nicht drauf. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das wahr ist, was die Person sagt oder nicht. Denn niemand kann wissen, ob das wahr ist. Willst du, dass darüber geredet wird oder nicht? Wenn ja, antworte drauf. Wenn nein, antworte nicht drauf. Ich weiß nicht, ob das hier die richtige Entscheidung ist, wenn man weiß, dass man unglaubwürdig ist. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass eine Reaction von mir hochgeladen wird. Irgendeine Kuchen-News von Kuchen-TV. Irgendeine das, irgendeine dies. Es kommt die Sache, es kommt das Statement. Es wird nochmal eine... Das ist das, was passiert. Aber nicht, dass man die Wahrheit erkennt. Und jetzt hören wir uns mal an, was die Wahrheit ist. Ich meine, das wird man sicherlich auch in den Kommentaren sehen, ne? Hier. Mein Geldbeutel freut sich so sehr. Bruder, Giga-Cringe. Aber das ist halt... Ich wirke wahrscheinlich total verkrampft. Ich versuche so locker zu bleiben wie möglich. Aber es ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Es ist auch wirklich der letzte Cutter gekündigt worden, weil die Schnitte sind echt... Ja, da müssen wir mit einem sehr sensiblen Thema beginnen. Eine der großen Behauptungen von Marky ist, dass ich erfunden habe, also Lügen verbreitet habe, darüber, dass sie aggressiv geworden ist oder dass sie ihre Tabletten abgesetzt hat. Sie behauptet auch, dass sie nie welche genommen hat. Beides ist komplett gelogen. Oh Gott. Oh Gott, das ist wirklich Pandoras Box jetzt, Alter. Und ich kann es beweisen. In ihrem Video betont Marky direkt ganz am Anfang, dass sie ja nur reden wollte. Und hier zeigt sie direkt als ersten Beweis einen Auszug aus dem Gespräch mit einem gemeinsamen Freund und nimmt diesen Chat als Beweis, dass sie ja nur reden wollte mit mir. Die Wahrheit ist, ich habe fast ein Jahr versucht, einen Meltdown zu verhindern. Es hat nicht geklappt. Nur habe ich von genau diesem gemeinsamen Freund den gesamten Chat zur Verfügung gestellt bekommen. Oh Gott, jetzt geht's aber los, Alter. Also die Nachrichten, die sie ausgegraut hat. Der Chat existiert und wie ihr sehen könnt, ist das der Kontext, den Marky absichtlich weggelassen hat. Wieso soll man sich... Oh, ich muss kurz... Ey, jetzt muss ich kurz lesen, ne? Ich will nur, dass Leute mit mir reden, nur einmal anständig und mit Respekt. Hier. Ich verstehe nicht. Alles easy. Also das Weiße ist die, ich glaube auch von 0, 100 auf 0 mit den Antidepressants ist halt auch ein Faktor, was Kontrolle angeht. Die Timestamps sind falsch, weil Zeitverschiebung eine Stunde. Okay, ich lese mir das ganz kurz durch. Das hier ist Marky. So. Ich glaube, von 0 auf 100 mit den Antidepressants ist auch ein Faktor, was Kontrolle angeht. Kann ich mir vorstellen. Keiner hat Angst vor dir, dass... Das sagt keiner, ist wie gesagt kein Stempel. Also der hat trotzdem Leute zusammenzucken lassen, wie denn auch, wenn man so ein Rage ist. Das waren nur die Situationen und nicht du, also nicht deine persönlichen, nicht Maukis, das war Angry Mauks. Verstehe ich das jetzt hier gerade richtig, dass sich Freunde von beiden Leuten gegenseitig WhatsApp-Verläufe schicken und dann die sich gegenseitig aushebeln sollen? Okay. Ich guck mal, was sie erklärt. Bekommen. Also die Nachrichten, die sie ausgegraut hat. Der Chat existiert und wie ihr sehen könnt, ist das der Kontext, den Marky absichtlich weggelassen hat. Marky hat mehrfach aggressiv auf den Tisch geschlagen und ihr Handy auf den Boden geschmettert. Natürlich alles, indem sie wahnsinnig laut geschrien und gebrüllt hat. Und als ob das alles nicht schon verstörend genug ist, sie aufgestanden. Hat einen Stuhl gegriffen und in Richtung eines Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Das war... Hä, das steht da aber nicht.
Hä? Des Gastes geworfen und diesen auch nur knapp verfehlt. Das war für uns alle sehr, sehr, sehr krass. Und einflößend. Ich möchte doch einmal ganz klipp und klar sagen, ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden mit Sachen beworfen. Der Einzige, der unter mir leiden musste, war dieser arme, arme Tisch. Dieser Chat, in dem eine Brief von der anwesenden Person. Maoki ist richtig hart ausgerastet und hat einen Stuhl geworfen. Ja? Hoffene es ihren Freundinnen erzählt hat von vor über einem Jahr, also kurz nachdem das Ganze passiert ist. Und falls das nicht genug ist, hier ist auch der Chat von einem Freund von Maoki, der mit Maoki selbst über diesen Vorfall geschrieben hat und ihr gesagt hat, dass sie das und das getan hat und deswegen Menschen nicht mit ihr reden können. Und dann meinte sie schon wieder, wie vorher auch schon, so, ja, es gibt gar keine andere Option, außer die umzubringen oder sich selber. Und dann hat er angefangen, so, ja, doch, Therapie. Und dann ein bisschen noch mehr ausgerastet, weil sie braucht keine Therapie, alle anderen brauchen Therapie, weil alle sie schlecht behandelt. Ich habe nicht einmal Schimpfwörter benutzt. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Wenn. So, wir müssen uns diese Texte angucken, das ist ja übel cringe, Alter. Eieiei, jetzt müssen wir hier so halbe Chatlog-Analyse machen. Ich fühle mich wie ein Analyst aus dem NFL-Team oder so. I mean, mega gerne. Jetzt muss ich mal gucken, wer ist denn wer? Wahrscheinlich ist das Grüne der Freund. Der Rest ist geblurrt, weil sie Maoki ist. Ja, okay. I mean, mega gerne, to be honest, was mich angeht. Bin nur nervös, was die Explosion gestern angeht. Sowas darf halt nicht nochmal passieren. Wie stehst du zu dem Gespräch? Also wärst du ready, auch zuzuhören, ohne Trigger überhaupt ergreifen zu lassen? Ich würde das nicht so runterspielen, Maux. Die 10 Zentimeter egal. Geht darum, dass das überhaupt passiert ist. Aber ein Outcast bist du deswegen nicht. Und that's okay. Ich brauche die Entschuldigung, glaube ich, auch am wenigsten. Mir hat es keine Angst gemacht. Ein Stempel war das nicht. Keine Sorge. Die Situation war halt nur so. Ich habe dir ja gesagt, wenn du wütend bist und so ein Outrage passiert, kann keiner auf dich zugehen. Und wenn du dein Handy droppst, zweimal auf den Tisch haust und dann den Stuhl wirfst, das kann sehr wohl bei manchen Angst triggern. Keiner sagt, dass du violent. Du bist violent. Das war halt nur die Situation. Diesen Vorfall geschrieben hat und ihr gesagt hat, dass sie das und das getan hat und deswegen Menschen nicht mit ihr reden können. Und deswegen können Menschen nicht mit ihr reden? Meinte sie schon wieder, wie vorher auch schon, so, ja, es gibt gar keine andere Option, außer die umzubringen oder sich selber. Und dann hat er angefangen, so, ja, doch, Therapie. Und dann ein bisschen noch mehr ausgerastet, weil sie braucht keine Therapie, alle anderen brauchen Therapie, weil alle sie schlecht behandelt. Ich habe nicht einmal Schimpfwörter benutzt. Meine Mutter wäre stolz auf mich. Wenn eine. Was ist das für ein Zusammenhang? Eine Person dermaßen die Kontrolle verliert, dann hat das normalerweise seine Gründe. Und während ihrem Wutausbruch hat sie uns gegenüber betont und auch zum ersten Mal erwähnt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt und nun endlich wieder ihre Wut spüren kann und klar sehen kann. Und hat sie überhaupt, dass sie ihre Tabletten nicht mehr nimmt seit kurzem und sie sieht zum allerersten Mal klar in ihrem Leben? Da ich mich nicht ebenfalls strafe. Oder Antidepressiva ist doch kein schweres Psychopharmaka, oder bin ich bescheuert? Depressiva? Psychopharmaka? Ah doch, Antidepressiva und Antipsychotika gehören zur Klasse der Psychopharmaka. Psychoaktive Substanzen, die neuronale Abläufe im Gehirn und damit unsere psychische Verfassung beeinflussen. Zu den Medikamenten dieser Klasse zählen unter anderem auch Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie Aufputschmittel. We learned it today. Was ist der Unterschied zwischen Psychopharmaka und Antidepressiva? Antidepressiva gehören zu den Psychopharmaka. Dabei handelt es sich um chemische Substanzen, die die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen im Gehirn beeinflussen und dann die psychische Verfassung verbessern sollen. Sind Antidepressiva psychotrop? Ein Antidepressivum ist ein Arzneimittel aus der Klasse der Psychopharmaka, das vornehmlich in der Behandlung von Depressionen verwendet wird. Antidepressiva können darüber hinaus auch bei einer Vielzahl von anderen psychischen Störungen eingesetzt werden. Welche Psychopharmaka werden üblicherweise in 7 Gruppen unterschieden? Antidepressiva, Stimmungsstabilisierer, Antipsychotika, Anxilotika und Hypnotika, Antidemenzia und Psychostimulantien. Also es gibt eine sehr gute große Bandbreite, aber es gibt halt unter den Psychopharmaka auch die Kategorie Antidepressiva. Das erklärt aber nicht, warum man die Person schizophren, wie nennt man das? Was wurde gesagt? Paranoide Schizophrenie. Das wurde ja da in den Raum geworfen. Das erklärt das natürlich nicht. Machen möchte, kann ich Maokis Nachrichten leider nicht zeigen. Aber wie ihr seht, bezieht sich der gemeinsame Freund darauf, dass ihr Wutausbruch eventuell passiert ist, weil sie ihre Tabletten, die es ja angeblich gar nicht gibt, abgesetzt hat. Ich glaube, die reden hier gerade ein bisschen aneinander vorbei. In dem Maoki-Video wurde gesagt, dass Maoki keine Medikamente neben gegen paranoide Schizophrenie nimmt. Und was hier daraus gemacht wird, ist, sie muss Psychopharmaka nehmen, aber Antidepressiva.
Hier steht, die Gefühle sind wie gesagt vollkommen fein, aber lass das nicht überhand nehmen. Sieht es mit Antidepressants aus. Du kannst sie ja nicht einfach so droppen. Please, hol dir neue oder red mit dem Arzt, um die Dosis zu reduzieren oder irgendwas. Aber das muss der Doc sagen. Das ist ultra dangerous. Einfach nach 11 Jahren droppen ist mega. Holy shit, Alter. 11 Jahre Antidepressiva. Aber warum? Also, ich kann mich safe daran erinnern, dass in dem Mauke-Video gesagt wurde, der Vorwurf war paranoide Schizophrenie und dass sie ihre Medikamente nicht nimmt. Und das im Zusammenhang mit der paranoiden Schizophrenie. Ich habe nichts von Antidepressiva gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob Antidepressiva hier eine Rolle spielen. Antidepressiva werden auf jeden Fall nicht genutzt, um paranoide Schizophrenie zu behandeln. Ohne ärztliche Absprache, was super gefährlich ist. In ihrem Video hat sie auch die ganze Zeit Bezug genommen auf irgendwelche super spezifischen Tabletten, um zu beweisen, dass ich das alles nur erfunden habe. Okay. Weil sie doch ganz genau wusste, um welche Tabletten es ging. Dieses Muster wird sich übrigens auch noch öfter wiederholen. Okay, aber warum wird hier nicht von der paranoiden Schizophrenie gesprochen? Das, was hier gerade widerlegt wird, ist eine Behauptung, die gerade aufgestellt wurde. Außerdem betont er, dass keiner mit ihr reden kann, wenn sie so wütend ist. Und er schreibt, dass das auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt passieren muss. Da gibt es entweder Konfront oder Mord oder eben Distanz. Wir sind alle lonely, musst du nicht, wir gehen auch hin, hier am oder nicht. Muss ja auch irgendwie passieren, das geht leider noch ruhig um gegenseitigen Respekt. Und da stimme ich hinzu. Es gibt sehr gute Gründe, warum solche Medikamente und vor allem auch das Absetzen eine sehr enge Betreuung durch erfahrene Ärzte voraussetzt. Neben den normalen Nebenwirkungen sind vor allem die Absetzen-Nebenwirkungen nicht ohne, vor allem wenn man seit über 10 Jahren dieser Medikation ausgesetzt ist. Oh Gott, bitte nicht. Lass uns das nicht machen, Alter. Alter, ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Weg ist. Das heißt, oh fuck, Alter. Ich möchte noch mal kurz an den Anfang des Videos zurückgehen und euch in den Kopf rufen. Meine Entschuldigung bleibt auch bestehen. Ich habe viele Fehler gemacht, aber... Hier seht ihr einmal ein paar Nebenwirkungen und auch was passiert, wenn man die Tabletten einfach ohne Arzt absetzt. Und wie ihr hier in den Chats sehen könnt, hat sie die Tabletten ohne ärztliche Betreuung einfach auf eigene Faust abgesetzt. Wenn wir jetzt gerade über das Thema Psychopharmaka, Antidepressiva und generell Tabletten reden, ist mir aber extrem wichtig, dass ich hier gerade nicht missverstanden werde. Deswegen will ich das noch einmal ganz, ganz, ganz klar sagen. Es ist okay. Nicht verwerflich, Psychopharmaka zu nehmen, Therapie zu machen, sich Hilfe zu holen. Wenn das für dich funktioniert und es dir damit besser geht, dann ist das extrem gut. Ich supporte das, ich unterstütze das zu 100%. Was ich hier kritisiere. Hört bitte auf, mein Privatleben wie Trash-TV zu benutzen. Wusstet ihr, dass Mauki seit 11 Jahren Antidepressiva nimmt? Boy. Oh, fuck, Mann. Kritisiere ist der fahrlässige Umgang mit diesen Medikamenten und dass das sowohl für die Person selbst als auch für das Umfeld sehr, sehr gefährlich werden kann. Oh, das ist so bad alles. Oh, das ist so bad alles. Oki hat, und das ist komplett belegbar, mit einem Stuhl geworfen, nicht umgestoßen, nicht angehoben. Geworfen. Sie hat mehrfach mit Suizid gedroht und das gesamte Verhalten, dieser gesamte Wutausbruch war mehr als traumatisierend. Nach diesem Vorfall mit dem Stuhl war ich logischerweise sehr getriggert und es hat leider auch ein paar traumatische Erinnerungen aus meiner Kindheit hochgeholt, in der ich leider sehr regelmäßig mit Möbeln beworfen worden bin. Andere Geschichte. Mocky weiß davon, auch wenn ich glaube, dass sie in diesem Moment das jetzt nicht im Kopf hatte und trotzdem habe ich mir noch Sorgen um sie gemacht. Am gleichen Abend haben wir überlegt, wie wir Mauki irgendwie helfen können. Klar war, sie braucht ihre Tabletten und wir haben wirklich alles versucht, um die so schnell wie möglich zu besorgen. Und weil sich so viele Ärzte unter euch befunden haben, wusstet ihr, dass sie ihre Tabletten braucht? Ich finde es interessant. Ich finde es interessant. Von einem Freund kontaktiert und meine Schwester, die kurze Zeit später angereist wären. Maukis Freund hat noch mitgeholfen, der sogar nach Deutschland zurückgeflogen wäre. Wait. Die kurze Zeit später Schreibst du mir noch genau zu, wann ich landest, dann schicke ich jemanden, der dich abholt. Wollte schauen, ob ihr abholt. Mauki hat Antidepressiva mehr und hat aktuell ganz schlimme Probleme, deswegen. Ich finde es total. Warte mal. Ich finde es auch total bemerkenswert, dass es in dem Mauke-Video darum ging, dass sie sich in so einer traumatischen Episode mit ihrer ehemals oder noch besten Freundin befand, weil sie nicht mit der reden kann.
Und hier wird irgendwie alles mit diesen Tabletten erklärt. So als wäre alles, all die Tabletten, das ist so weird. Kreis wären, Maukis Freund hat noch... Meinst du, du könntest beim Doc anrufen und das Hilfe zum Abholen, könnte da vorbei und es mitnehmen, fliegt morgen hierher, weil nach 11 Jahren einfach so plötzlich keine mehr nehmen ist, ziemlich heavy, glaube ich. Also, ich find's schon interessant, ehrlich gesagt. Das ist eine interessante Herangehensweise an das Ganze hier. Super, wenn ich so droppe, meine Sorgen seit gestern. Wenn ich das tun kann, please let me know. Hat sie auch nebenbei in Rage gedroppt. Noch mitgeholfen, der sogar nach Deutschland zurückgeflogen wäre, einfach nur um ihre Tabletten zu besorgen. Und wir waren wirklich, wirklich, wirklich sehr besorgt. Und Morki hat geflogen wäre, einfach nur um ihre Tabletten zu besorgen. Und wir waren wirklich, wirklich, wirklich. Ich bin gerade ein bisschen überfahren von der Menge an Sachen, die man vorher nicht gesehen hat, weil es ja eigentlich am Anfang hieß, man veröffentlicht nichts, was man nicht schon weiß. Das ist sehr viel mehr als das, was man schon weiß. Und ich weiß auch nicht, ob es sachbezogen ist, denn der Fokus auf diesen Ausraster wegen Tabletten ist halt einfach nur, guck mal, wie irre die ist. Oh, Bro, I don't know. Wirklich sehr besorgt. Und Morki hat hier wieder gelogen und ich kann uns gerne mein altes Rezept oder sowas zeigen, kann man fair enough. Und gesagt, dass sich niemand bei ihr gemeldet hat. Sie wurde mehrfach von Freunden kontaktiert, wie man auch hier an diesen Chats sehen kann. Und sie war diejenige, die den Kontakt abgebrochen hat, unter einer sehr, sehr, sehr unangenehmen Nachricht auch wieder. Und Morki hat gerade, der mit ihr stundenlang saß, um ihr zu helfen und gefühlt 300 Mal am Tag geschrieben hat, mit einem ewig langen Text die Freundschaft gekündigt. XD. Lach-Emoji. Ja, das ist nichts Neues. Gesagt hat, dass sie nicht mehr kontaktiert werden möchte. Keine Ahnung, warum man über so nachweisbare Sachen lügen muss und das alles noch schlimmer. Das ist ja nicht gelogen, das war ja bekannt. Mal klingen lassen muss. Meiner Meinung nach ist das alles ziemliches Framing. Diese heftige Vorfahrt. Oh, mein Tee ist fertig. Zum ungünstigsten Zeitpunkten geht der Teekessel los, Alter. Was ist Framing? Ich fass das nicht, dass das da steht. Man könnte ja mal ansprechen, warum es zumindest die Behauptung geht, dass sich paranoide Schizophrenie, der als Vorwurf ihr gegenüber in den Raum gestellt wurde, das könnte man ja einfach mal zumindest erwähnen. Vielleicht kommt es ja noch, aber zum jetzigen Zeitpunkt wurde das Tablettenthema, was ja halt hart auf etwas vollkommen anderes geframed wurde, in ein ziemlich... Also das ist schon merkwürdig. Meine Entschuldigung gilt übrigens immer noch. Aber wüsstet ihr eigentlich, was Framing ist? Der Fall war am 25. September und der hat auf jeden Fall ziemlich krasse Spuren bei mir hinterlassen. Morki hat sich ein paar Tage danach, am 27. September, bei mir gemeldet und wollte diesen Ausraster irgendwie rechtfertigen. Ich konnte nicht so wirklich viel damit anfangen, das soll ja auch... gemeldet und wollte diesen Ausraster irgendwie rechtfertigen. Ich konnte nicht so wirklich viel damit anfangen, das soll ja auch mal vorkommen und ich habe mich zurückgezogen. Ich wollte stattdessen Abstand und kann an dieser Stelle natürlich belegen, also drückt mal kurz die Pause-Taste und lest gerne. Oh mein Gott, Alter. Gerne meine ausführliche Antwort vom 28. September. Aber eine Antwort auf was? Also drückt mal kurz die Pause-Taste und lest eine Antwort auf etwas, das nicht gezeigt wird. Oh mein Gott, Alter. Rechtfertigen. Ich konnte nicht so wirklich viel damit anfangen, das soll ja auch mal vorkommen und ich habe mich zurückgezogen. Ich wollte stattdessen Abstand und kann an dieser Stelle natürlich belegen, also drück mal kurz die Pause-Taste und lese. Ich würde mich bedanken für die Entschuldigung, wenn es denn nicht eine wäre. Die Nachricht hat sich wie ein trojanisches Pferd angefühlt, verpackt als Entschuldigung, aber voller Schuldzuweisung. Ich möchte wie ein Erwachsener behandelt werden, übernimmst aber nie Verantwortung für dein Handeln. Ich bin gern deine Freundin, aber nicht dein Punching Bag oder Sündenbock. Wenn du für mich überschritten bist, handgreiflich und aggressiv geworden. Aber sie ist nicht handgreiflich geworden. Sie hat ja niemanden angegriffen. What the f***? Mir gegenüber einem Domestic Violence Survivor? Oh, holy sch***.
Bro, was für ein Gashahn wurde da aufgedreht. Wow. Du hast eine absolute Grenze für mich überschritten, bist handgreiflich und aggressiv geworden mir gegenüber, einem Domestic Violence Survivor, und das weißt du. Ich verstehe nicht. Niemand wurde verletzt. Sie hat einen Stuhl geworfen, zweimal auf den Tisch gehauen. Ich würde sogar verstehen, dass man sagt, das hat einen ein bisschen Angst gemacht. Ich würde das sogar verstehen, unter der Prämisse, dass das halt so war. Aber ich verstehe nicht, warum denn dann jetzt hier diese Handgreiflichkeiten mit reinbezogen werden, wenn es doch offensichtlich nicht passiert ist. Tut mir leid, aber ich fühle mich dir aktuell wohl... Was? Aber ich fühle mich mit dir aktuell weder wohl noch sicher. Also ich will nicht in Frage stellen, dass sie häusliche Gewalt erfahren hat. Ich finde es nur sehr, sehr unangenehm, den häuslichen Gewalts-Survivor-Punkt zu nutzen, wenn man nicht Opfer von einem Gewalttat wurde, sondern das einfach nur besagt. Weil das wurde ja offensichtlich nicht getan, was ja gesagt wurde. Oder ich habe es missverstanden. Aber lassen wir das mal dahingestellt. Aktuell sich sicher, weder wohl noch sicher und würde gerne vorerst auf Abstand gehen. Ich kenne dich gerade nicht wieder. Die Mauki, die ich liebe und die freundlich und liebenswerte Frau ist es untergegangen in dieser Frau. Oh mein Gott, Digga. Die vor lauter Wut und Hass nichts anderes mehr sieht. Und dies ist nicht erst seit gestern so. Der Wandel war langsam, aber stetig. Mauki, denk doch mal an mich. Guck mal, wie es mir geht, Mauki. Wenn sie wieder da ist, würde ich gerne mit ihr... Oh, das ist fucking lame, Bro. Wenn sie wieder da... Du hast dich verändert. Oh mein Gott, ich... Alter. Oh mein Gott, das triggert mich. Das triggert mich. Du hast dich verändert. Du bist nicht mehr die ich kennengelernt habe. Dann go fuck yourself, Bro. Das ist ganz schlimm. Na gut, wir gucken weiter. Lest gerne meine ausführliche Antwort vom 28. September an Mauki. Dieses Gespräch ist übrigens auch das, bei dem sie behauptet und bewiesen hat, dass ich sie geghostet habe, weil danach keine Nachricht mehr kommt. Sie gesagt, dass ich es ein Unding finde, dass sie nicht mit mir reden möchte und dass sie nicht für ihre Fehler gerade stehen möchte. Ich wurde geghostet. Der Vorwurf des Ghostings ist also auch eine Lüge. Wenn man angekündigt auf Abstand geht... What the fuck? Wo war was? Wie warte, was? Jetzt, Moment, stopp. Jetzt muss ich kurz... Beweise aus Maukis Video. Die Wahrheit. Oh. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt nochmal. 28. September, 22. Februar. Okay, ich muss nochmal... Ich verstehe nicht. Der Vorwurf des Ghostings ist also auch eine Lüge. Wenn man angekündigt auf Abstand geht, dann ist das kein Ghosting. Ja. Oh, mein Tee ist fertig. Nachdem ich um Ruhe gebeten habe, hatte ich... Anni ist eine sehr wörtliche Person, dürfen wir nicht vergessen. ...nicht mehr auf Nachrichten reagiert. Ich habe aber auch vorher sehr klar gesagt, dass ich mich zurückziehen werde. Also du weißt, ich weiß, dass es ein sehr schwieriger Inhalt wird, wenn man anfängt, so Worterklärungen zu machen. Wenn man sagt, ich wurde geghostet. Nein, nein, ich habe dich nicht geghostet. Ich habe dir angekündigt, nicht geantwortet. Kann man machen? Ich weiß nicht, ob das besonders... Das nicht zu respektieren und das als Ghosting zu bezeichnen. Ich habe mir immer geschworen, dass wenn jemals wieder jemand mir gegenüber handgreiflich wird, und zwar auch in so einem extremen Maß, dass für mich... Also stopp, wait a minute. Ich verstehe, dass das, wenn ein Stuhl geworfen wird und wenn jemand auf den Tisch haut, vielleicht echt einen... Das kann natürlich schon, ich möchte niemanden absprechen, dass das was triggern kann. Aber das hier, das ist so, das klingt ein bisschen so, als gäbe es einen Faustkampf. Das war, also... Wenn man mir gegenüber handgreiflich wird, und zwar auch in so einem extremen Maß, das für mich eine absolute Dead-End-Grenze ist. Das ist eine Sache, die man nicht bei mir machen kann. Ich habe Mauki damals wirklich für unzurechnungsfähig gehalten und ich habe mich bei ihr gar nicht mehr sicher gefühlt. Und deswegen hast du den Leuten von einer paranoiden Schizophrenie erzählt? Aber, das könnt ihr auch in meiner Nachricht nachlesen, ich habe ihr trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt ein Gespräch angeboten. Mhm. Warte mal, das war doch der gleiche Chat eben gerade. Hä, das ist doch das vom 28. Ich habe ihr später einen... Hä? Ich dachte, danach wurde nichts mehr geschrieben.
Das ist in derselben Nachricht gewesen. Hier. Wenn sie wieder da ist, würde ich gerne mit ihr reden. Das ist the same message. Für später, meinte sie. Aber wann ist denn später? Wenn sie wieder gesund ist. Ach so. Dr. Anni hat... Ach so. Später. Sorry, habe ich falsch verstanden. Ich habe Mauki damals wirklich für unzurechnungsfähig gehalten und ich habe mich bei ihr gar nicht mehr sicher gefühlt. Aber... Das könnt ihr auch in meiner Nachricht nach... Wenn sie wieder da ist, würde ich gerne mit ihr reden. Bruder, das steht legit in einer Nachricht, wo drin steht, Bruder, du hast dich so verändert, ich erkenne dich nicht wieder. Veränder dich bitte zurück, dann rede ich auch wieder mit dir. Guck mal, wie großzügig ich bin. Ich habe ihr sogar ein Gesprächsangebot gemacht. Obwohl ich so ein traumatisierter Mensch bin, huldigt mich. Toll. Lesen. Ich habe ihr trotzdem zu einem späteren Zeitpunkt ein Gespräch angeboten. Und ich habe dieses Gespräch auch aktiv gesucht. Boah, das ist so... Okay, ja, gut. Okay, let's go. Am 8. November über eine Therapeutin als möglichen Mediator. Davon habe ich schon gehört, ja. Dieses Gespräch wurde abgelehnt. Das ist okay, aber dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, dass niemand mit mir reden wollte. Bruder, das ist, also, ich will ganz kurz mal anfechten, wie heftig manipulativ das ist. Die Gesprächsversuche haben ja vorher stattgefunden. Da wurde ja vorher versucht, mit ihr zu reden. Das jetzt auf den Moment danach zu framen, ist so weird. Ich bin sehr irritiert, denn das ist ja so ein Prozess gewesen. Ein sehr langsamer, aber stetiger Prozess. Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, es ist legitim. Oh Gott, jetzt werde ich was Pro-Anime-mäßiges sagen. Oh nein. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Ich glaube, dass es legitim ist, als, wie hieß es? Domestic Violence Survivor. Klingt wie eine Gameshow, Alter. Getriggert zu werden, wenn irgendwo um dich rum ein Stuhl geworfen wird. Auch wenn er dich nicht trifft, kann das sicherlich ein Triggerpunkt sein. I guess. Ich habe nun ein sehr großes Aber. Stopp, Chat. Aber. Ich habe nun ein sehr großes Problem bezüglich dieses gewalttätiger Übergriff auf mich Framings, wenn ihr versteht, was ich meine. Denn irgendwie entwickelt sich das in so eine Richtung Handgreiflichkeiten. Just my two cents. Mit ihr reden wollte, also nee, sorry, nee. Und ja, ich habe mit gemeinsamen Freunden über die Situation gesprochen, auch weil ich mir Sorgen um sie gemacht habe und ich nicht wollte, dass sie ganz... Was ist jetzt los? Alter, es ist einfach, ich fasse es nicht, dass am Anfang dieses Videos gesagt werde, ich werde hier übrigens keine neuen Informationen nehmen, sondern nur Bezug nehmen auf Dinge, die ihr kennt. Okay. Also bei all diesen schönen Plänen muss ich leider daran denken, dass mir Mauki leid tut, weil sie alle so krass in unserem Kreis willkommen geheißen haben. Und sie bei all dem nicht teilhaben wird. Oh mein Gott. Das schreibt ihr euch untereinander? Seid ihr nochmal gecastete Freunde? Habt ihr ein Casting gehabt, bevor ihr euch in eine Gruppe gepackt habt und die heißt Friends oder was? Das schreibt ihr euch? So schreibt ihr miteinander? Finde ich auch leider auch mega sad. Ich denke, Abstand und Therapie wird helfen. Aber da muss so viel von ihr kommen, dass das wieder irgendwie alles okay wird. Schätze ich mal so ein. Auf jeden Fall. Da sollte ein paar Monate Abstand und Reflexion sein, bis sie in unserem Kreis wieder willkommen geheißen wird. Ich bin ein weirder Motherfucker. Ich schreibe so mit meinen Freunden nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht viele. Wenn ich also eine WhatsApp-Gruppe machen würde, wären da drei Leute drin. Inklusive mir, Bro. Und Karl. Ja. Oh, ey. Ist nur meine weirde Sicht auf Dinge. Vielleicht schreibt man so, wenn man sich sicher sein will, dass man diese Verläufe später noch nutzen kann, um sie in einem Video zu zeigen. Ich meine, I guess, sind alles Influencer. Ganz alleine ist, vor allem nach den Äußerungen, die sie gemacht hat zu ihrem mentalen Zustand. Direkt. Hui. Oh, wait. Meine ist, vor allem nach den Äußerungen, die sie gemacht hat.
Mich mal bitte an, wenn du Zeit hast. Morgi hat jetzt auch einen Kontakt zum abgebrochen. Ich mache mir echt Sorgen, dass sie sich auf der Insel komplett isolieren wird und ich habe auch Angst, dass sie sich was antut. Das hat zu ihrem mentalen Zustand. Direkt nach der Trennung wurde erzählt, dass ich in einem gefährlichen Mental Breakdown bin und man sich fernhalten soll. Aber ich habe auch darüber geredet, weil es mir schlecht ging. Was? Mental Breakdown bin und man sich fernhalten soll. Aber ich habe auch darüber geredet, weil es mir schlecht ging. Weil das krass ist, was passiert ist. Digga, was zur Hölle? Was habt ihr da ge... Alter, ich verstehe, ne? Ich verstehe es ja. Nochmal, ich möchte empathisch gegenüber Domestic Violence Survivors sein und kann verstehen, dass so ein Wutanfall, wenn man das so nennen will, ein bisschen aufrüttelt. Alter, die Frau hat dich nicht... Also allem Anschein nach, so wie das auch gesagt wird, ist eben nicht so handgreiflich geworden. Jetzt könnte man eventuell, jetzt ist natürlich die Frage, ich habe jetzt leider keinen Wikipedia-Auszug aus Handgreiflichkeiten und ob das bedeutet, dass man auch einen Gegenstand aufhebt und wirft. Vielleicht ist die Wortbedeutung ja noch anders, aber ich beziehe das ganz klar auf einen Angriff, also auf einen Angriff auf die Person. Und irgendwie wird die ganze Zeit versucht, das in diese Richtung zu drücken. Ich raff das nicht. Ich verstehe diesen Drive nicht. Und wir haben immer noch nicht von diesen paranoiden Schizophrenie gehört. Weil das war ja das Hauptargument, Medikamente gegen paranoide Schizophrenie. Das ist ja hier halbe Doktorarbeit. Direkt nach der Trennung wurde erzählt, dass ich in einem gefährlichen Mental Breakdown bin und man sich fernhalten soll. Aber ich habe auch darüber geredet, weil es mir schlecht ging. Weil das krass ist, was passiert ist. Okay, also hast du darüber geredet? Aber ich habe darüber geredet, weil es mir schlecht ging. Okay. Es ging so weit, dass Menschen, die ich vorher als beste Freunde bezeichnet habe... Oh Gott, was denn jetzt? No, oh mein Gott, no. Hier spricht sie von jemandem, der selbst vor Ort war und auch Opfer ihrer Manipulation und Aggression war. Nicht wie angedeutet von jemandem, der durch die angebliche Hetzkampagne Abstand genommen hat. Diese Person hat mir auch... Oh mein Gott, Alter. Was habt ihr bitte für einen Freundeskreis gehabt? Oder habt ihr für einen? Are you fucking kidding me? Was ist denn das? Steht ihr euch wie UNO? Was macht ihr da? Opfer von Manipulation und Aggression. Alter. Holy shit. Okay, let's go. Mich plötzlich vor Unbeteiligten als böse oder bösartig betitelt haben. Vielleicht ein Tipp für die Zukunft. Wenn du willst, dass man gut über dich spricht, dann sei gut. Aber es ist alles belegbar. Alles ist so passiert. Und alleine bei dem fliegenden Stuhlabend waren noch 7 andere Leute im Haus anwesend und haben das mitbekommen. Erwartet sie, dass jeder seine Erfahrung irgendwie runterschluckt und totschweigt? Hallo? Oh Gott! Was denn jetzt? Also bis zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es ziemlich bezeichnend, wie sehr sich auf dieses Ereignis festgezurrt wird. Aber sie hat einen Stuhl geworfen, aber sie hat auf den Tisch gehauen und alles darin und alles daraufhin ist so ein, es wird alles daran festgemacht. Die Depression, die Tabletten, sie hat das abgesetzt, deswegen aggressiv, Anni vom nächsten Tag hier. Ich habe natürlich was vergessen. Machen wir es ganz schnell. Es gab ja auch berechtigte Kritik. Ich habe erst kurz Angst gehabt, dass jetzt ein Emma-Placement kommt. Wenn ihr mal wieder eure Antidepressiva absetzt, dann schlaft ihr hoffentlich auf Emma, weil dann könnt ihr zumindest noch... Oh Gott. Emma-Placements ist ja wirklich alles egal, Digga. Tieren ist ja alles egal. Oder wirklich. Ted Bundy übrigens hat seine Opfer im Schlaf umgebracht. Wisst ihr, was auch wichtig ist? Guter Schlaf. Deswegen Emma-Matratzen. Digga, was? Okay, nochmal, sie hat was vergessen. Hallo, Anni vom nächsten Tag hier. Ich habe natürlich was vergessen, machen wir es ganz schnell. Es gab ja berechtigte Kritik an mir und an meinem Verhalten, aber bei... Aber. Ich fasse es nicht! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Fucking hell, Bro! Entschuldigung. Ey, vielleicht liegt es auch an mir. Ich will gar nicht sagen, dass das ein negativer Perk ist. Ich kann Leuten, wenn ich zuhöre, dass ich höre das einfach raus. Es ist so viel. Es gab ja auch berechtigte Kritik an mir und an meinem Verhalten, aber bei diesem Gespräch, das Mauki explizit als Negativbeispiel angeführt hat, fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen. Ich muss euch das erklären. Es ist wichtig, das sowas zu verstehen.
wie solche Sätze funktionieren. Und die funktionieren ja vollkommen unbewusst. Vollkommen unbewusst. Ich mache das die ganze Zeit, weil ich einen psychischen Knacks habe anscheinend, ne? Aber keine Sorge, ich habe meine Tabletten nicht abgesetzt. Es gab ja berechtigte Kritik an mir. Aber das hier, Fokuspunkt, es ist so... Oh. Explizit als Negativbeispiel angeführt hat, fällt es mir sehr, sehr, sehr schwer, das nachzuvollziehen. Einfach, weil ich wirklich, wirklich helfen wollte. Mir wurde am 16. August, also einen Monat vorher, versprochen, dass wenn wir eine bessere Connection aufbauen, dass wir dann endlich über ihr verletzendes Verhalten, meine Gefühle und die Probleme... Das war vor dem Stuhlereignis, I guess, ja. ...reden können. Also der gesamte Kontext ist, dass Marky sich damals von einer dritten Person abgelehnt gefühlt hat und ich nicht wollte, dass sie in ein Loch fällt. Ja klar, ich habe Marky gesagt, dass ich lieber zu einem späteren Zeitpunkt sprechen möchte. Aber? Aber wie man... Entschuldigung, was? Das ist doch nicht zu fassen, Alter. Das ist doch nicht zu fassen, Mann. Macht ein Sprachtraining, Dicker. Macht das der Logopäde? Was ist denn da los? Entschuldigung. Entschuldigung, ich steigere mich vielleicht auch ein bisschen rein. Es tut mir leid. Let's go. An den Screenshots sieht, haben wir uns am selben Abend noch getroffen, als er doch bei mir übernachtet und wir haben wirklich sehr, sehr, sehr lange geredet. Ich habe ihm zugesichert, dass ich ihr gerne helfen möchte, nicht mehr so einsam zu sein. Sie hat aber den kompletten Zusammenhang von diesen wirklich sehr, sehr langen Gesprächen nicht gezeigt, sondern nur das Ende. Und es macht keinen Sinn, einfach nur irgendwie das Ende von einem Gespräch zu zeigen. Deswegen, hier ist einmal das ganze Gespräch. Sie hat sehr viel... Okay, wait. Ist das jetzt ein ausbleibender alte Dinger? Steh ich, hör mal, kommst du heute Abend für Burger braten? War so lecker gestern, machen das nochmal, okay. Wollen wir reden oder lieber in Ruhe lassen werden? Wenn nicht, weil es ist auf jeden Fall, wenn es dich belastet, ist es auf jeden Fall wichtig. Na, Digger, jetzt leite ich hier halt aus einem, leite jetzt hier halt aus einem Monolog ab, ne? Also ich. Jetzt wird's halt knifflig, Alter. Von geredet, dass sie sich einsam fühlt und auch gleichzeitig beschrieben, wie sie mit sehr. Das liest sich so ein bisschen wie ein Secret Service Dokument, wo alles irgendwie geschwärzt wird, bevor es an die Journalisten rausgegeben werden. Na klar können wir die ganz transparent machen. Hier ist das Dokument, ist einfach so eine schwarze Seite. Meanwhile, Annie vor 10 Minuten. Ich finde es total frech von euch, dass ihr mein Privatleben so als Trash-TV in die Öffentlichkeit zieht. Holy shit, Alter. Das ist unheimlich privat, Alter. Wir sind, glaube ich, an einem Punkt, an dem das ein bisschen zu weit geht, gerade hier, Alter. Das geht ein bisschen weit raus. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Sehr vielen Leuten jetzt Kontakt abgebrochen hat und sich abschottet. In diesen Momenten ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, mit Marky zu reden. Das wusste ich und das habe ich versucht zu berücksichtigen und einfach abzuwarten, bis man in einem besseren Headspace ist. Da jetzt erstmal ein bisschen Nähe, Vertrauen aufbauen, Zuneigung zeigen. Jetzt erstmal. Also. Inhaltlich hat nichts von dem, was hier steht, einen Zusammenhang mit den gravierenden Vorwürfen aus dem Video. Nothing, Alter. Oh Gott, ich muss meinen Cutter sagen, die sollen diesen ganzen Scheiß hier blurren, Alter. Konstruktiver und wichtiger ist, ne? Und ich habe einfach mal nachgezählt und dann in diesem Gespräch habe ich Marky über 10 Mal gefragt, wie es ihr geht, ob und wie ich ihr helfen kann, wie wir uns sehen können, wie ich für sie da sein kann und was ich tun kann. Zusammenfassend. Ja, das ist also. Ich würde sagen, es ist das Gespräch weder besonders spannend noch außergewöhnlich. Es ist in erster Linie einfach nur ein Privatgespräch unter Freundinnen. Aber wenn man schon einen Teil von einem Gespräch so öffentlich teilt, dann halt auch komplett, damit die Zuschauer auch verstehen, worum es geht. Alles. Also what the f***? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich den Zusammenhang nicht erkennen kann. Anscheinend war es jetzt gerade so wichtig, zu zeigen, wie sehr man doch da war für sie und hat einfach so viele private Informationen in den Äther gepustet, dass man schon, ich weiß nicht mal, warum, wofür, Alter. Alles wieder und wieder durchgegangen und ihr könnt jetzt halt in den Chats sehr, sehr gut sehen und auch in mehr Chats, die noch kommen werden, jetzt im Video, wie der Ton in unserer Freundschaft war und wie ich mit Marky umgegangen bin. Und ich empfand es als eigentlich sehr fürsorglich und für mich war das einfach nur ein ehrliches Gespräch zwischen zwei Freundinnen. Wohlgemerkt, dass Marky dieses Gespräch als Negativbeispiel genommen hat, wie ich sie behandelt habe. Also ich, ich,
ich gebe jetzt hier mal nicht meinen Input zusätzlich zu dem Input, den ich gerade gegeben habe. Aber doch, eine Sache kann ich sagen. Und ich wiederhole mich da einfach nur. Das waren sehr viele private Details für etwas so Irrelevantes. Also das war neben all den großen Vorwürfen, nämlich der Tatsache, dass sie den Vorwurf bekommen hatte, jemanden vergewaltigt zu haben, dann die Tatsache, dass was mit den Tieren ist und all diesen Sachen, ist das wirklich so irrelevant. Uff. Boah. Monate später habe ich erfahren, dass Mauri ganz vielen unserer gemeinsamen Freunde geschrieben hat, dass sie den Kontakt mit ihnen abbrechen muss, wenn sie noch Kontakt mit mir haben. Und das muss ich nicht mal beweisen. Das hat Mauri selbst getan, indem sie die Screenshots gezeigt hat. Und da reden wir übrigens von Dutzenden Fällen. Ja, ich würde auch mit jedem einzelnen Menschen den Kontakt abbrechen, der mit Anita Duck zu tun hat. Also das stellt sich nicht mal die Frage. Ich würde mit mir den Kontakt abbrechen, wenn ich mit Anita Duck zu tun habe. Ich würde einfach wirklich, wenn man sich hier jetzt eine Sache klar sein kann, ist, dass man den Kontakt vermeiden sollte. Also ich denke, vollkommen nachvollziehbar. Ach du Scheiße, Bro, was passiert denn hier? Was macht ihr da? Ein Überfluss war das nicht einfach nur ein Text aus heiterem Himmel von wegen, hey, ich kann nicht mal mit dem befreundet sein, wenn du mit Anni befreundet bist, was ja eh schon seltsam wäre. Sie hat einen langen Text in eine PDF gepackt und als Rundmail geschickt, wie sie in ihrem Video sagt, an gemeinsame Freunde, mit denen sie die Freundschaft abbrechen muss, wenn sie noch mit mir zu tun haben. Gut, also nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt als Rundmail machen muss, aber die effizienteste Art und Weise ist sicherlich eine Rundmail. Zusätzlich hat sie noch ihren mehr oder weniger kryptischen Tweet gepostet und noch eine Story gepostet. Hallo, ich lese hier auf dem Chat, dass man sich morgen um mich macht. No worries, mir geht's gut, das Video ist ein einziger Self-Report, danke trotzdem. Ich glaube, die ehrlichste, der Grund, warum ich überlege, kurz zur Einordnung, ne? Also wir sind so an einem Punkt, an dem so die, also das ist, also ich glaube, es ist auch ganz normal, ich empfinde Scham. Also das Gefühl, das ich habe versucht, das einzuordnen gerade, aber das Gefühl ist Scham. Und ich glaube, ich weiß auch wieso, weil hier so viele eklige, inhaltslose Dinge passieren und die Person, die das betrifft, schreibt zur Versicherung in den Stream, dass es ihr gut geht, was auch sehr gut ist. Also jetzt mal Gott sei Dank, ne? Es ist aber Scham. Ich glaube, es ist Scham, weil das auch alles so inhaltslos ist. I'm so sorry. Gepostet, mehrere sogar, bei denen man dann auch... Wait, what the f***? Mehr oder weniger kryptischen Tweet gepostet und noch eine... The fucking hell ist nun wieder? ...noch mit mir zu tun haben. Zusätzlich hat sie noch ihren mehr oder weniger kryptischen Tweet gepostet... Ich weiß, Bibel, ganzer Hurensohn. Was ist das? ...postet und noch eine Story gepostet, mehr... Ah, das ist das D&D-Zeug, ne? Mehrere sogar, bei denen man dann auch ziemlich leicht vermuten kann, um wen es geht. Und jetzt einfach mal so ganz im Vergleich, klingt das nicht viel mehr nach einer systematischen Schmierkampagne? Sie baut. Oh mein Gott! No way tust du das! Nee, stopp jetzt! Hold the f*** up, Bro. Gespräch mit einer Freundin. Ich würde das niemals fragen, wenn ich nicht absolut verzweifle und am Ende wäre. Kannst du mal mit Mauke sprechen? Der Hass und das Mobbing geht immer weiter. Immer mehr Menschen zieht sie damit rein und verbreitet Lügen über mich. Kein Streamer will noch mit mir sprechen. Kein Streamer? Ich gehe an der Scheiße kaputt. Anscheinend hat sie einer den Hass bei entfacht. Spricht nicht mehr mit mir. Ziehen so viele neue Leute nach Madeira und keiner will davon mit mir sprechen wegen diesen Gerüchten. Bruder, ist das jetzt aus der Perspektive von Anni? Anni, ist das jetzt die... Schreibt Anni das jemand? Kein Streamer will mehr mit mir sprechen? Könnte es sein, dass die nicht mehr mit dir reden?
weil du die unter Umständen vielleicht ein bisschen ähnlich behandelst. Ich meine, vielleicht gibt es ja eine Content-Kreatorin, die einen Karaoke-Stream gemacht hat, die dann den Vorwurf bekommen hat, hör mal auf, so gut zu singen. Wenn das da passiert ist und wenn das hier passiert ist, könnte das ja unter Umständen auch dort und da passieren. Ach du meine Güte. Vergleich. Klingt das nicht viel mehr nach einer systematischen Schmierkampagne? Oh Gott, nein. Anni ist eigentlich das Opfer. Mehrfach Scheiße. Leute bekommen es mit und bemerken natürlich, dass unsere... Sie baut mehrfach Scheiße. Bruder, wir reden immer noch über den beschissenen Stuhl. Wir reden doch immer noch über den Stuhl, oder nicht? Wir reden seit 13 Minuten 54 Sekunden über den Stuhl. Mehrfach Scheiße. Let's go. Schmierkampagne. Sie baut mehrfach Scheiße, Leute bekommen es mit und bemerken natürlich, dass unsere Freundschaft auf Eis liegt. Und dann kontaktiert sie all unsere Freunde und bricht den Kontakt mit ihnen ab, weil sie noch was mit mir zu tun haben. Ja. Postet Sachen auf Twitter und auf Instagram. Mir fällt gerade auf, also just saying, ne? Mir fällt gerade auf, dass in diesem, was heißt hier, halbe Bibel, ganze, in dem halbe Bibel, ganze Hurensohn, drin steht, dass man Medikamente nimmt und professionelle Hilfe hat. Und ist in dem, also, und das ist von 2023. Ich verstehe diesen gesamten Tag nicht. Ich verstehe diese Verteidigungsstrategie auch gar nicht. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das hier so eine Instagram, die super krass klingen und daraus wird eine Schmierkampagne von mir. Oh mein Gott. Dieses Video hat jetzt nach 14 Minuten und 9 Sekunden sämtliche Entschuldigungen, sämtliche Statements, sämtliche, ich habe was falsch gemacht, ja, sehe ich ein, ich muss reflektieren, ich brauche Therapie, vollkommen aus dem Universum geschnipst. Also wirklich, das ist vollkommen, alles davor, vollkommen egal. Vollkommen egal. Mehrere Statements, reumütig, das ist hier alles in Frage gestellt. Alles gerechtfertigt, alles umgedreht, alles Täter-Opfer umkehrt, alles. Zumindest everything, das man nutzen kann, um das irgendwie im Kern umzulegen. Ich meine, und mit everything meine ich den Stuhl. Wie kann das sein? Für mich klingt das viel mehr, als würde sie hinter den Kulissen meine Glaubwürdigkeit schwächen wollen, damit mir irgendwann niemand mehr glaubt. Und öffentlich ist ihr das später zweifelsohne sehr gut gelungen. Zwei der drei Dinge, die ich... öffentlich ist ihr das... schwächen wollen, damit mir irgendwann niemand. Das ist viel mehr, als würde sie hinter den Kulissen meine Glaubwürdigkeit schwächen wollen, damit mir irgendwann niemand mehr glaubt. Und öffentlich ist ihr das später zweifelsohne sehr gut gelungen. Ich fass das nicht. Wir haben zweistellige Anzahlen von Content-Kreatoren, die gleichwertig oder andere negative Erlebnisse mit dir teilen. Alles kommt gleichzeitig in einem Dammbruch der öffentlichen Wahrnehmung raus. Dann heißt es, der Grund, warum das jetzt so ist, ist, weil alle das ja einfach so glauben. Digga, ich will das nur mal kurz sagen. Scheiße, der blauhaarige Sternenzerstörer hat in seinem beschissenen Stream gesessen und hat sich so ausgedrückt, als wäre die CIA hinter ihm her und hat vorsichtig versucht, an die Leute ranzubringen, dass er, selbst er, ganz schwierige Erlebnisse hatte. Der verfickte blaue Todesstern, Alter. Und das sollte ja wohl jedem klar machen. Eieiei, da ist aber nicht, ist komisch. Ja, das kann nicht so stimmen. Zwei der drei Dinge, die ich angeblich böswillig erfunden und als Hetzkampagne verbreitet haben soll, sind, wie ihr sehen könnt, gar nicht erfunden. Es ist einfach nur die Wahrheit, die ich mit Freunden besprochen habe. Und ich weiß nicht, wo kommen wir denn dahin, wenn man nicht mal mehr mit Freunden besprechen kann, wenn man Streit hat, sich behandelt gefühlt hat oder ein... Ich muss kurz Karl mal schreiben. Digga, ich guck gerade, ist egal, ich bin gerade live. Ich wollte von dir nur kurz wissen. Habe ich deine Erlaubnis, unsere WhatsApp-Verläufe
für den Fall, dass du mich betrügst, zu zeigen, damit ich dir sagen kann, dass du der Täter bist. Auf unbestimmte Zeit. Ich schicke dir ein Formular zu, reicht eine Google Forms, denke ich. Ich schicke dir einfach ein Formular zu, das unterschreibst du und dann habe ich das einfach. Okay? Frag nicht, wieso. Kuss, Kuss. So, ich mache schon mal Screenshots. Ich weiß das nicht, Alter. Eine Person aus deinem Umfeld handgreiflich geworden ist. Diese Hetzkampagne ist, dass ich mit Freunden darüber geredet habe, dass es mir schlecht ging und dass ich mir Sorgen mache und dass Mauki nachweislich aggressiv und handgreiflich geworden ist. Denn ja, ich habe Missbrauchsvorwürfe geäußert, aber aus einem sehr guten Grund, wie man jetzt mittlerweile gemerkt hat. Natürlich gibt es zu der vermeintlichen Netzkampagne noch einen weiteren großen Punkt, den ich eigentlich gar nicht ansprechen möchte. Okay, aber... Aber... Ich spreche ihn trotzdem an, let's go. Ich habe leider keine Wahl. Ich möchte noch mal ganz dringend betonen, dass ich folgende Informationen nicht in die Öffentlichkeit getragen habe. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Das hat Mauki selbst getan. Ich spreche nur sehr, sehr, sehr ungelesen darüber. Ich habe das Verhalten von Mauki gegenüber einer, nicht drei, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht. Und diese hat sich bis heute nicht geändert. Aber die Erfahrungen von Dritten haben absolut nichts in einem YouTube-Video verloren. Deshalb werde ich jetzt hier auch auf Screenshots verzichten und das Thema sehr kurz halten. Es ist viel, viel, viel zu privat. Und ach so, das ist viel, viel, viel zu privat gerade. Das hört jetzt hier auf. Zwei Punkte haben wir noch offen. Einer ist eher tragisch-komisch und der zweite ist für mich einfach ausnahmslos extrem tragisch. Punkt 1 ist die unglaubliche Sexparty, die ich veranstaltet habe. Ihr wisst, wie man eine Sexparty definiert. Da passieren heftige Sachen, besonders dann, wenn halt so viele Leute involviert sind. Ich werde nicht so sehr ins Detail gehen, denn ich bin in dem Fall keine Betroffene, sondern ich bin nur Zeugin. Als Zeugin kann ich aber Folgendes sagen. Angefangen bei eben diesem genannten Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt. Ich musste tatsächlich erstmal eine Weile überlegen, was zum F*** sie da meinen könnte. Und warte mal. Sie beschreibt eine Party mit einem extrem fragwürdigen sexuellen Inhalt und du musst überlegen, welche Party sie meint. Gut. Ist mir eingefallen, ich habe ja diese Party komplett auf Video aufgenommen. So eine bin ich. Sexpartys schmeißen und das Ganze mit Video aufnehmen. Und daher ich mir dachte, wenn ihr schon alle über mein Privatleben so Bescheid wisst, kann ich euch das Video auch zeigen. Also falls ihr so extrem radikal sexuell übergriffigen Content nicht sehen wollt, dann schaltet am besten jetzt das Video ab. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Das Video zur Sexparty startet in 3 Sekunden. 3, 2, 1. Was für ein Dreck! Ich bin Legend! Erstens, Consent! Der Female Orgasm. Banger-Präsentation. Das war Banger. Außerdem kann man auch eine Show bieten, wenn die Person gerne zuguckt. Es gibt aber auch das Reverse-Auge. Ich würde wahrscheinlich sogar selbst noch mal lachen, wenn es nicht so unendlich traurig wäre. Ja, an dem Abend ging es um Sex. Jeder hat... Ich weiß gar nicht, was das gerade war. Und wofür es stand. Jeder hat für diesen Abend eine PowerPoint-Präsentation zu Sexthemen gemacht. Vom Thema Verhütung zu der richtigen Hygiene oder witzigen Alternativbegriffen für das Wort Sex bis hin zu expliziteren Themen wie verschiedene Stellungen, Sexpraktiken, BDSM. Diese Präsentationen waren humorvoll gestaltet. Also, eine fragwürdige Party mit sexuellem Inhalten. Also, ich sehe alle Checkmarks belegt, weil... Who the fuck macht eine Party und lädt alle Leute dazu ein, eine PowerPoint-Präsentation mit Lieblings-Sexpraktiken, Verhütungsmitteln und irgendwelchen Sachen dazu zu machen? Das ist schon, also, das ist schon weird. For real? Ist weird? Vor allen Dingen, dass es aufgenommen wird auch? Steak ist komisch, aber ist komisch okay, aber schlimm ist es nicht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier diese Deutung. Also ich find's weird. Es gibt sicherlich Leute, die das schlimm finden.
Ich find's nur weird. Keine Ahnung. Es waren sehr viele Memes drin, Witze, persönliche Erfahrungen, also ja, unreife Gags treffen auf dumme Kommentare. Aber das Tolle ist, was in der Öffentlichkeit dabei hängen bleibt, ist die schlimmen Sexpartys von Annie the Duck, kam es zu sexuellen Übergriffen. Okay. Ich darf leider die sexuellen Vorfälle und Übergriffe nicht sprechen, da ich von anderen Betroffenen gebeten wurde. Also jetzt stopp erstmal. Es herrschte kein Konsent. Ich weiß nicht genau, ob das hier gemeint ist, ehrlich gesagt. Oh Gott, das ist so ein Clusterfuck. Ich, keine Ahnung, bin gerade irgendwie so ein bisschen sauer, fast schon, was das Thema angeht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst verarbeiten soll, dass Leute gerade so über mich reden. Es ist unfassbar, dass ich das sagen muss, aber so wie Mauke das dargestellt hat, muss ich das dann einmal richtigstellen. Wir sind alle angezogen geblieben. Es war keine wilde Orgie, nicht mal ansatzweise. Wir hatten spitze, lustige Partyhüte auf. Nochmal, wir hatten keine Orgie. Es ist mir maximal peinlich, unangenehm, schlimmstes Gefühl. Ich find's, ja, okay. Nee, ich, keine Ahnung. Dass meine muslimische Familie, von der Marki auch weiß, weiß, wie die mit solchen Themen sind, dass die nun Schlagzeilen über meine angeblichen Sexpartys lesen müssen. Danke dafür. Ist gar nicht schrecklich und unangenehm. Ich find's auch unangenehm. Ich gehe aber auch ehrlich gesagt nicht davon aus, wenn es eine Orgie gewesen wäre, dass eine Kamera läuft. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob der Bezug zu dieser PowerPoint-Präsentationsparty der richtige Bezug ist. Ich weiß nicht mal, ob das damit gemeint ist. I don't know. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Wirklich? Wenn ihr euch die Bilder genau anseht, dann merkt ihr, dass Mauki tatsächlich die einzige Person war, die dachte, sie kommt zu diesem Abend mit so einem Ganzkörper-Latex-Anzug. Wir anderen hatten alle normale Klamotten an. Ich bin in dem Fall keine Betroffene. Oder ich find's, was ich lame finde, ist das Video zu zeigen, die Person zu blurren und dann zu sagen, wer welche Person ist. Ja, das finde ich weird. Ich bin in dem Fall keine Betroffene, sondern ich bin nur Zeugin. Und Markis Wortwahl ist ganz absichtlich sehr extrem gewählt. Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt. Das ist euch vielleicht aufgefallen bei sehr, sehr vielen Aussagen, die sie getätigt hat. Sehr extreme Wortwahl und dann auch so offen lassen, dass es sehr viel Interpretationsspielraum hat. Und man merkt auch, dass Annie sehr gerne mit Schlagwörtern um sich wirft, wenn sie irgendetwas erreichen will. Und hier ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie diese extreme, sehr krasse Wortwahl etwas im Vergleich doch sehr, sehr harmloses beschrieben hat. Das ist wahnsinnig manipulativ und es war zu jeder Zeit beabsichtigt, falsche Bilder von mir in die Öffentlichkeit zu tragen. Es gibt leider noch weitere Beispiele, wo sie absolut random Screenshots aus dem Zusammenhang reißt. Okay, es ist jetzt, ist, also bis zu diesem Sexparty-Ding, das ist nur unangenehm. I don't fucking know, Alter. Die Sachen, die mir aufgefallen sind, habe ich gesagt, ich find's nur komisch und weird. Aber bis jetzt habe ich von den wirklich wichtigen Dingen, der paranoiden Schizophrenie-Vorwurf und dem Vorwurf, dass sie eine Vergewaltigerin ist, das ist so mit das Extremste, nichts gehört. Und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob es kommt, weil ich natürlich das Video noch nicht gesehen habe, aber diese beiden sehr wichtigen Sachen wurden noch nicht erwähnt. Sie wurden nicht mal, nein, das war nicht so gesagt, sie wurden einfach noch nicht erwähnt. Um irgendwas zu beweisen, deswegen klären wir das jetzt mal eben schnell auf. Mauki sagt zum Beispiel, dass sie mir doch eigentlich immer Nein sagen konnte. Stimmt es, dass du nie Nein sagen konntest? Nein. Und das stimmt, das habe ich auch so. Mit der Vergewaltigung wurde angesprochen. Was? Nein. Also es gibt wirklich wenige Leute, die so langsam das Video geguckt haben wie ich. Wann hat sie denn gesagt? Wann ist das denn gekommen? In zwei Sätzen? Warte, was habe ich das nicht ver... Wait, what? Also, es tut mir leid. Wann soll das gewesen sein? Vor der Party? Hold the fuck up. Ich möchte nochmal ganz dringend betonen, dass ich folgende Informationen nicht in die Öffentlichkeit getragen habe. Das hat Mauki selbst getan. Ich spreche nur sehr, sehr, sehr ungern jetzt darüber. Ich habe das Verhalten von Mauki gegenüber einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht. Und diese hat sich bis heute nicht geändert. Digga, ich habe das als sexuell übergriffig empfunden? Bruder, ist das nicht die Untertreibung des Jahrtausends? Ich habe das, wie hast du das empfunden, Digga? Oh mein Gott, jetzt ist mir auch, oh mein Gott, mir wird richtig übel, Alter.
Jetzt ist mir auch klar, warum ich die Scheiße gar nicht wahrgenommen habe. Weil sie das ja wirklich in einem verfickten Nebensatz droppt. Aber die Erfahrungen von Dritten haben absolut nichts in einem YouTube-Video verloren. Deshalb werde ich jetzt hier auch auf Screenshots verzichten und das Thema sehr kurz halten. Es ist viel, viel, viel zu privat und... Oh mein Gott, darum bezieht sich das. What the fuck are you doing, Alter? Alter, wir haben einen eingeblendeten Beleg dafür, dass eine Person auf Mauki zukommt, die sagt, ich habe gerade gehört, ich solle dich Alter, Digga, was? Und sie sagt, nee, aber ja. Verstehe ich das richtig, dass sie dabei bleibt? Ich möchte nochmal ganz dringend betonen, dass ich folgende Informationen nicht in die Öffentlichkeit getragen habe. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Bro. Ich möchte nochmal betonen, dass ich die Informationen nicht in die Öffentlichkeit getragen habe. Heißt nicht, ich habe das nicht gesagt. Are you kidding me? Are you fucking kidding me, Bro? Was ist das denn für eine Formulierung? Ich habe diese Information nicht in die Öffentlichkeit getragen. This is so fucking lame, Bro. Das hat Mauki selbst getan. Ich spreche nur sehr, sehr, sehr ungern jetzt darüber. Ich habe das Verhalten von Mauki gegenüber einer, nicht drei, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht. Und diese hat sich bis heute nicht geändert. Ich habe das so empfunden? Unten rechts steht, Maukis gezeigte Screenshots sind von zwei anderen Personen. Okay. Will die mir jetzt sagen, dass es da irgendwo Leute gibt, die zu anderen Leuten hingehen, nach intimen Beziehungen und ein Szenario erschaffen wird, in dem irgendwie eine Situation beschrieben wird, wo gesagt wird, ja, hat sie dich nicht, also, was? Du hast empfunden, du hast es empfunden, dass eine andere, wie empfindet man das? Ich empfinde das so? Das ist die wahrscheinlich gestörteste Aussage, die man in diesem Zusammenhang machen kann. Ich habe das so empfunden, dass eine an... Du hast... Was hast du empfunden? Digga. Moment, stopp. Eigentlich gar nicht ansprechen möchte, aber ich habe leider keine Wahl. Ich möchte nochmal ganz dringend betonen, dass ich folgende Informationen nicht in die Öffentlichkeit getragen habe. Das hat Mauki selbst getan. Ich spreche nur sehr, sehr, sehr ungern jetzt darüber. Ich habe das Verhalten von Mauki gegenüber einer, nicht drei, einer mir sehr nahestehenden Person mehrfach als sexuell übergriffig empfunden. Ich habe das empfunden, Alter. Und für diese Empfindung, für diesen sensiblen Teil, gibt es jetzt natürlich keine Belege, ja? Verstehe ich das richtig? Man hat seitenweise private Zusammenhänge aus der Perspektive gezeigt, die keine wirkliche Relevanz hatten. Aber für diesen essentiellen Teil müssen wir damit leben zu sagen, also ich habe das ja so empfunden. Digga, das ist nicht cool. Das ist meine Auffassung, was das Thema angeht und diese hat sich bis heute nicht geändert. Aber die Erfahrungen von Dritten haben absolut nichts in einem YouTube-Video verloren, deshalb werde ich jetzt hier auch auf Screenshots verzichten und das Thema sehr kurz halten. Es ist viel, viel, viel zu privat. Digga, ich dachte, du empfindest das so. Die Erfahrungen von Dritten werden jetzt nicht gezeigt. Die Erfahrungen von Dritten vorher wurden aber sehr reichhaltig gezeigt. Es ist jetzt also privat. Alles, was davor sehr privat war, wurde aber schon gezeigt. This is fucking crazy. Entweder etwas ist passiert oder etwas ist nicht passiert. Die Aussage, so zu spinnen und zu sagen, ich habe etwas so empfunden, aber ich ziehe jetzt hier Dritte nicht mit rein, ist in diesem besonders sensiblen Fall nun wirklich etwas, das man vielleicht so nicht machen sollte. Ach du Scheiße. Das ist so eine sensible Information, die nach den Aussagen der Betroffenen durch mehrere Hände hinter den Rücken durch Managements und obere Ebenen gegangen ist. So privat ist diese Information. Ja? So privat ist diese Information. Ah ja.
Also ich habe, es tut mir leid, das habe ich wirklich nicht wahr. Ich habe das, das wurde in so einem wirren Satz, ich habe das so wahrgenommen. Markis Wortwahl ist ganz absichtlich sehr extrem gewählt. Übergriff bis hin zu einer Party mit extrem fragwürdigem sexuellem Inhalt. Das ist euch vielleicht aufgefallen bei sehr, sehr vielen Aussagen, die sie getätigt hat. Sehr extreme Wortwahl und dann auch so offen lassen, dass es sehr viel Interpretationsspielraum hat. Und man merkt auch, dass Annie sehr gerne mit Schlagwörtern um sich wirft, wenn sie irgendetwas erreichen will. Und hier ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie diese extreme, sehr krasse Wortwahl etwas im Vergleich doch sehr, sehr Harmloses beschrieben hat. Das ist wahnsinnig manipulativ und es war zu jeder Zeit beabsichtigt, falsche Bilder von mir in die Öffentlichkeit zu tragen. Sexuelle Inhalte ist also das extrem krasse Wort, ja? Also das extrem krasse Wort ist, dass es auf einer Party sexuelle Inhalte gab und sie zeigt sexuelle Inhalte auf einer Party. Und dieses extrem krasse Wort. Es gibt leider noch weitere Beispiele, wo sie absolut random Screenshots aus dem Zusammenhang reißt, um irgendwas zu beweisen. Deswegen klären wir das mal eben schnell auf. Morki sagt zum Beispiel, dass sie mir doch eigentlich immer Nein sagen konnte. Stimmt es, dass du nie Nein sagen konntest? Nein. Und das stimmt. Das habe ich auch so wahrgenommen, dass sie eigentlich immer, wenn sie keinen Bock auf irgendein Event oder eine Unternehmung hatte, eigentlich Nein gesagt hat. Und dass ich das damals geäußert habe, war einfach nur, weil ich mir dachte, oh, dann muss sie ja wohl nicht Nein sagen können, wenn sie sich gezwungen fühlt irgendwie. Also irgendwas muss da ja stimmen. Ich hätte ja nie Nein sagen können, was immer noch nicht stimmt. Dann liegt ja eigentlich ganz auf der Hand, warum ich hätte nie Nein sagen können. Denn welcher echte Freund würde Nein sagen, wenn eine Person sagt, ich habe furchtbare Sozialphobie und ich brauche es unbedingt, dass du dabei bist. Aber dass sie genau diese Zeilen benutzt, finde ich mir mega seltsam. Also einfach aus dem Kontext raus klingt das, als ob ich irgendwie die Freundesgruppe in irgendein Drama hineingezogen hätte, aber es ging gar nicht um private Planung. Ich habe auch genügend Beispiele als Beweise, in denen ich Annie Nein gesagt habe, wenn es um Meinungen ging oder um Streit oder... Es ging um, haltet euch fest, Dungeons and Dragons. Und wie wir es im Spielverhalten haben. Ich habe mal den ganzen Chat geöffnet. Es ist ziemlich klar, was da passiert ist von meiner Seite. Oh Gott, Alter. Also nur mal ganz kurz, ne? Jeder, der Dungeons and Dragons spielt, also jetzt mal richtig, ne? Und ich sag das jetzt aus jemandem, der Dungeons and Dragons spielt, sehr viel Dungeons and Dragons spielt. Snow, wenn du mir jemals eine Nachricht schreibst und darüber sprechen willst, was mein Dungeons and Dragons Charakter macht, dann fahr ich zu dir hin und polier dir das Fressbrett. Ich komme zu dir, zieh dich aus deinem Gaming-Chair und es gibt Schläge. Don't fucking do this. Das ist das, was ich zu meinem Dungeon Master sagen will. Ich würge dich. Kurz, aber intensiv. Was zur fucking Hölle ist das hier, Alter? Macht Pause, lest euch das durch. Und dann wisst ihr. Oh mein fucking Gott, Alter. Was ist denn das hier für ein Clusterfuck? Oh mein Gott. Ich, Alter. Ich weiß nicht mal, ob ich das lesen will. Das ist ja giga-cringe. Das hier ist ein How-To für, wie man nicht als Dungeon Master mit den eigenen Spielern umgeht. Das hier ist eine bevormundende, ich verstehe nicht, warum du das jetzt machst. Ich verstehe nicht, warum du das jetzt tust. Mach das doch mal so. Du warst am Anfang so, aber jetzt ist das schon wieder. Worst Dungeon Master EU West. Oh mein Gott, don't f***ing do this. Aber ist auch egal. Das ist wirklich, eieiei. Worum es geht. Dass sie so einen lächerlichen Kontext nimmt und ihn so ernst darstellt, damit ich schlechter dastehe, das ist einfach absolutes Framing. Und direkt noch ein Beispiel, dass sie sehr wohl gehen konnte, denn sie keinen Bock hatte auf eine Party oder ein Event. Ja, stimmt. Und wenn ich mich nicht danach gefühlt habe, dann habe ich das auch sofort so gesagt. Und habe mich selber darum gekümmert, von einer Party wegzukommen. Ich bin auch ganz normal, nett und verständnisvoll gewesen, habe mir sogar noch Sorgen gemacht, weil sie in dem Textabschnitt, den sie wieder
ganz bewusst weggelassen hat, gesagt hat, dass sie ihre Antidepressiva nicht nehmen kann, dass sie von der verschlossenen Wohnungstüre stand und dass der Grund ist, warum sie schlecht drauf ist und auch zu spät zum Essen gekommen ist. Deswegen saß sie ganz am Rand und kannte am Rand vom Tisch niemanden und ist dann gegangen. Hier sind die Screenshots, lest es euch gerne durch. Wie gesagt, den Teil von Morgi kann ich nicht veröffentlichen, aber vielleicht macht sie das ja. Und noch ein Beispiel, das ich ihr geschrieben habe wegen den Stream Awards. Das war ihr so wichtig, dass ich nicht über sie sprechen würde auf den Stream Awards, dass sie mir schon wieder Kontakt aufzwang. Auch das stimmt nicht. Der Auslöser für die Nachricht war ein anderer. Der steht auch im Text, auch hier. Digga. Sehr lange Nachricht, macht gerne Pause, lest euch meine Nachricht an sie durch. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Aber wie Mauki ja sagt, ich kann ja noch weiterarbeiten, ist ja alles okay, es hat gar nicht gelitten, ich habe noch so viele Follower. Oh nein. Oh nein. Sie hat so viele Partner verloren und Follower. Wir allein nach Amerika schauen, wo jetzt zum Beispiel eine Sniper Wolf seit Jahren alle 2 Wochen gecancelt wird, dann weiß man eigentlich, dass das eigentlich nur eine Frage des Mindsets ist. Cool. Also kann man gerne öffentlich Lügen über mich verbreiten und Sachen brutal sinnentfremdet aus dem Kontext reißen. Ich sitze hier legit in Disbelief, dass das dritte oder vierte Video oder wer es auch immer ist, nachdem sich entschuldigt wurde. Warum zur Hölle hat sich diese Frau entschuldigt? Warum zur Hölle? Why even? Warum? Warum denn dann entschuldigen, Alter? Die Vorwürfe einer einzelnen Person so darzustellen, als wären sie für das verantwortlich, was da auf dich eingeprasselt ist, ist in dem Zusammenhang verständlich, wenn man sich auf die Speerspitze konzentriert. Aber wir haben hier so viele Leute mit so vielen Vorwürfen, dass es sich in diesem logischerweise nicht mal dafür zulässigen Video, wie soll es auch reichen? Wie soll das gehen? Aber was hat sich denn in meinem beruflichen Leben die letzten 3 Monate so geändert? Ja, oh Gott, Anni ist das Opfer eigentlich. Let's go. Bei der Person, die man ja nicht canceln kann. Ich hatte eine wahnsinnig positive, diverse, freundliche, wholesome Community. Ja, die habe ich gesehen. Kein Hass, kein Drama, keine Angst, keine Hetze. Und ich war und bin eigentlich immer noch sehr stolz darauf. Natürlich wurde aber die Stimmung nachhaltig vergiftet, aber eben nicht nur durch berechtigte Kritik, sondern durch Lügen und absurde Unterstellungen, die, wie ihr nun wisst, oh mein Gott, Alter, teilweise frei erfunden waren. Okay, was ist denn teilweise nicht frei erfunden? Darum geht's doch, oder? Zuschauer werden öffentlich dafür attackiert, mich zu mögen oder mich zu unterstützen. Oh ja, oh, damit werde ich auch nicht aufhören. Oh Gott, bitte. Unterstützen und ich habe in den letzten Monaten. Oh ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Hunderttausende an Followern verloren. Gerade. Oh Gott, nein! What the f? Ich habe hunderttausende Follower verloren! Ja, gut. Okay, lassen wir das mal dahingestellt. Das stimmt, also unterstützen und ich habe in den letzten Monaten hunderttausende an Followern verloren. Gerade der Kommentar zu meinen Fans, den ich in absoluter Privatsphäre gesagt habe, das öffentlich zu machen, hatte doch nur ein Ziel, und zwar mir finanziell zu schaden. Oh mein Gott, Alter. Die schwitzenden, stinkenden Fans, wurde also wirklich gesagt, ja? Das war aber nicht Mauki. Ich glaube, das war Reefed. Und meiner Karriere zu schaden. Es gab keinen anderen Grund dafür, dieses Gespräch in die Öffentlichkeit zu zerren. Und natürlich hat mir dieses Drama auch finanziell geschadet. Wie sehr? Ich erzähl's euch. Oh nein. Okay. Alle meine Kooperationen wurden gekündigt. Ich hatte Jahresdeals mit Samsung und mit CeraVe, beide gecancelt. Ich habe mit Essence für die Doku gebucht. Gecancelt. Dieses Jahr im Juni eigentlich schon sollte Annie the Duck Bubble Tea in die Supermärkte kommen. Riesentraum gewesen. Bubble Tea endlich. Endlich den eigenen Bubble Tea machen.
gecancelt. Ich wurde fristlos von meinem Management gekündigt und damit wurden auch all meine Mitarbeiter automatisch fristlos gekündigt und haben alle ihre Jobs und ihre Lebensgrundlage verloren. Und wait a f***ing minute, what? Ich wurde fristlos von meinem Management gekündigt und damit wurden auch all meine Mitarbeiter automatisch fristlos gekündigt und haben alle ihre Jobs und ihre Lebensgrundlage verloren. Und ich habe einen dieser Mitarbeiter eingestellt und der hat mir gesagt, holy f***, bro, this changes things. Kurze Erklärung. Ich habe auf Basis der Verbindung und der neuen, also der Leute, die da ihre Arbeit verloren haben, ein Bewerbungsgespräch gehabt mit einem ehemaligen Mitarbeiter von ihr. Und da hatten wir jetzt ein Bewerbungsgespräch, super, super netter Mensch so, und der hat mir sehr viel erzählt und der arbeitet jetzt pour moi. Ich hoffe, das bleibt auch ganz lange so. Es sind jetzt halt, ich bin jetzt halt voll, 6 Leute. Und der hat mir gesagt, dass es dort wohl einen Arbeitsvertrag gab. Und dass der nicht freiberuflich gearbeitet hat. Was mich ein bisschen irritiert hat. Und ihr könnt jetzt wahrscheinlich auch verstehen, wieso. Wenn du einen festen Arbeitsvertrag hast mit einem Unternehmen und dann wirst du unbefristet gekündigt, unter Umständen geht das vielleicht in der Probezeit. Ich will da jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Ne? Wir wissen ja alle nicht rechtlich und so, wie das aussieht. Aber wenn das allen passiert ist? Okay. Das ist ganz schön wild. Inside einfach gutes Management. Ohne dieses fantastische Team, was ich verloren habe, kann ich meinen Content nicht in gewohnter Form produzieren. Ja, ich kann Streamern machen, aber das ist nicht mein Content. Wer mich verfolgt, weiß das. Ich möchte im Vorfeld direkt dazu sagen, dass niemand ihr ein Berufsverbot gegeben hat. Obwohl es mir so schlecht ging, habe ich noch versucht, diese Leute weiterzuvermitteln. Hier ist noch ein Statement von einem dieser fristlos gekündigten Mitarbeiter. Wir waren beim Management angestellt, nicht bei Anni direkt. Als Anni dann beim Management gekündigt hat, war unser befristeter Arbeitsvertrag auch direkt zu Ende. Holy sch**, Alter. Die Befristung ist... Digga. Die Befristung ist an den Verbleib des Content Creators im Management gebunden? Du warst nicht bei einem Management angestellt, du warst in einer Zeitarbeitsfirma, Bruder. Oh, wow. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja Scheiße, Alter. Oh Mann, ey. Oh, das ist lame. Dann lass die Leute doch lieber freiberuflich arbeiten, bevor man solche Verträge unterschreibt. Scheiße, aber stand so im Vertrag, sie hat uns als Hilfe angeboten, dass wir unser Portfolio zuschicken, damit sie diese dann mit Bekannten teilt und wir dadurch vielleicht neue Jobs bekommen. Hä? Also warte mal, wer hat diese Nachricht geschrieben? Denn wir haben ja schon Nachrichten sogar mit einem Personenbezug gesehen von Leuten, die gesagt haben, sie haben keine Hilfe bekommen. Also von welchen Leuten reden wir hier? Und dass ich natürlich intern versucht habe, die Leute weiterzuvermitteln. Manche wurden weitervermittelt, manche nicht. Ich kann keine Jobs leider garantieren. Wenn ich das könnte, würde ich es allen eingeben. Kann ich aber nicht. Ich habe alles in meinem Leben verloren. Ich wünsche, ich könnte mehr tun. Kann ich nicht. Und weil viele Leute gesagt haben, warum hast du die Leute nicht unter deinem Entschuldigungstweet verlinkt, dass sich Leute melden können für Jobs? Ich habe hunderttausende Tweets, Hass-Tweets bekommen. Ich werde doch nicht einen Haufen Leute markieren, damit die mit Hate bombardiert werden, von irgendwelchen Zeitschriften, Nachrichtenagenturen und Meinungsbloggern angeschrieben werden, damit die irgendwelche Statements zu mir abgeben können. Oder damit die vielleicht einen neuen Job kriegen, oder? Okay. Also dieser Hass hätte automatisch diese Menschen getroffen. Deswegen habe ich damals diese Entscheidung getroffen, die Leute nicht zu verlinken. Geschweige weiß ich ja auch gar nicht, wie viele Leute dann noch gerne mit mir assoziiert werden wollen würden. Okay, ich kann das einigermaßen verstehen. Wenn solche harten Vorwürfe im Raum stehen, okay? Wir hatten ein großes Konstrukt mit hohen laufenden Kosten und wenn da die Basis wegfällt, dann bricht das gesamte Arbeitsvideo, Stream, Fotoshooting-Konzept, das bricht alles zusammen, es funktioniert nicht mehr. Mein Ruf wurde durch die wirklich schweren Anschuldigungen von Maoki hart ruiniert. Es hat dafür gesorgt, dass ich in der Zwischenzeit von 3 Managements abgelehnt worden bin. Wer will auch eine angeblich sexuell übergriffige Lügnerin vermarkten? Ich habe seit 3 Monaten keine Jobs oder Anfragen mehr bekommen und wer rechnet... Wer managt denn gerade Dr. Disrespect?
als übergriffige Lügnerin vermarkten. Ich habe seit 3 Monaten keine Jobs oder Anfragen mehr bekommen. Und wer rechnen kann, wie viele Mitarbeiter ich hatte und was das so kostet, der kann sich ausrechnen, was 3 Monate ausgefallene Einnahmen bedeuten. Mir wurde mein erfolgreichstes Twitch-Format Beauty and the Nerd entzogen. Dieses Jahr also keine Reaction, tut mir leid. Die Entwicklung meiner Modemarke wurde auf Eis gelegt, weil zu risky in der jetzigen Situation. Mein Musikalbum, was ich im Juli rausbringen wollte, musste ich canceln, weil ich weder Geld hatte, um die Produktion zu Ende zu bezahlen, noch die Musikvideos zu produzieren, noch hatte ich Leute, um diese Videos mit mir zu produzieren. Ich muss einen Kredit aufnehmen, nur um meine offenen Produktionsrechnungen zu zahlen und versuche. Holy shit, Alter, da lebt aber jemand von der Hand in den Mund. Aktuell mein Haus zu verkaufen, um irgendwie meine finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können. Weiß man eigentlich, dass das eigentlich nur eine Frage des Mindsets ist? Und das, was ich fast am schlimmsten finde, wenn man mich jetzt googelt, kommen bei den Ergebnissen teilweise absolut kranke Sachen raus, die mich für den Rest meines Lebens begleiten und schädigen werden. Das Also ich will gerade so viele Sachen sagen, ne? Das, was ich fast am schlimmsten finde, wenn man mich jetzt googelt, kommen bei den Ergebnissen teilweise absolut kranke Sachen raus, die mich für den Rest meines Lebens begleiten und schädigen werden. Das Internet vergisst nie. Das wird für immer mein Ruf sein. Und auch dieses Video und die Beweise und die Richtigstellungen werden niemals so viele Leute erreichen wie die ursprünglichen Anschuldigungen. Und es brodelt in mir, Chat. Es brodelt in mir. Es brodelt richtig in mir. Das hier zu hören, ist für mich unheimlich, unheimlich frustrierend. Weil das die Vergangenheit der Dinge, die anderen Leuten angetan wurden, in einem Maße mit den Füßen tritt, das man sich nicht vorstellen kann. Und ich beziehe mich jetzt mal so allgemein, wie ich sein kann, auf Dinge, die allgemein sind, weil es einfach ein Fiebertraum ist. Diese Person und ihr ehemaliger oder bestehender Freundeskreis, keine Ahnung, Alter, I don't give a fuck, haben die schrecklichsten Dinge behauptet, die genau zu dem Scheiß führen, den sie hier gerade frisst. Und der Grund, warum es in mir so brodelt, ist, weil das bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht sie selbst betroffen hat, kein Schwanz interessiert hat. Das Erste, was passiert ist, nachdem diese ganze Scheiße hier losgetreten ist, und ich habe wirklich nichts mit this person zu tun, ist, dass ich eine Nachricht bekomme von einer Person, die mich nur über Ecken mal gesehen hat, also über ein YouTube-Video, über eine Reaction, I don't fucking know, die mir sagt, hey, ich muss mal mit dir reden kurz, weil das und das wurde mir in Gegenwart von der Person und noch einer anderen Person erzählt. Und du sollst eigentlich, du bist jetzt bald im Gefängnis, du bist jetzt bald das, du bist jetzt bald dies. Das hat sich mit dir erledigt. Digga, friss Scheiße. Du erntest, was du siehst. Friss fucking Scheiße. Karma ist eine Bitch. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis es kommt. 5 Jahre, um genau zu sein, aber Karma ist eine scheiß Bitch. Und was das Ganze mit mir, meiner Familie und meinem engsten Kreis gemacht hat, was mit meiner Psyche gemacht hat, könnt ihr euch vielleicht denken, die Details erspare ich euch. Aber klar, ich hatte einen Stream, in dem ich einmal 1000 Subs bekommen habe. Hast recht, Marky. Alles wie vorher. Mich kann man nicht canceln. Das ist unmöglich. Markys Video war unnötigstes Nachtreten auf Kosten der Wahrheit und, wie ich persönlich finde, die absolute Spitze der Manipulation. Jeder, wirklich jeder kann zerstört werden, wenn private und intimste Dinge in die Öffentlichkeit gezerrt werden, vor allem, wenn sie so brutal aus dem Zusammenhang gerissen werden. Diese Screenshots von dem gemeinsamen Freund, in der Sekunde, wo Mauki live gegangen ist, habe ich die Sachen bekommen und er war so, ey, let me know, ne, wenn du dagegen vorgehen möchtest. Habe ich aber nicht gemacht. Warum auch? Es hätte allen anderen geschadet und mir nicht geholfen und so bin ich nicht. Wenn wir anfangen, einfach Feuer mit Feuer zu bekämpfen, dann brennt einfach nur noch alles. Aber jetzt wurde ich gezwungen, die schlimmsten Lügen richtigzustellen, weil es nicht aufgehört hat und es reicht langsam. Ich weiß, es ist nicht einfach mit mir. Man kann sicherlich eine Freundin haben, mit der es einfacher ist und die nicht so viel emotionalen Ballast mit sich herumschleppt. Und wie schon mehrfach gesagt, ich arbeite daran, dass mir diese psychischen Probleme in der Gestaltung meiner Freundschaften und meiner Beziehungen nicht mehr im Wege stehen. Deswegen, ja, 30 Stunden im Monat, ha? Deswegen bin ich auch schon seit Ende 2022 in Therapie und arbeite daran, weil ich merke, dass es mich blockiert und dass es mir und anderen damit nicht gut geht. Und ich
besser sein möchte. Aber wenn man wie Marky so mit verdrehten Beweisen um sich wirft, nur um ein Bild von jemandem zu zeichnen, wenn man Tatsachen verbiegen muss, um Beweise zu konstruieren und ich als absolutes Monster monatelang geframed werde, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ich hätte ja nicht so mal was sagen können ohne Beweise, ohne Screenshots, weil ich mir mein Wort nicht mal mehr geglaubt worden ist. Und ich will noch mal ganz deutlich betonen, dass ich nur auf Sachen eingegangen bin, die bereits von Marky veröffentlicht oder in den Raum gestellt worden sind. Ja, genau. Das Maß an privaten Chats, die genutzt wurden, um jemanden als vollkommen wahnsinnig darzustellen, weil er Antidepressiva nimmt seit 11 Jahren, das einfach hier veröffentlicht wurde, das überhaupt in keiner Art und Weise mit dem Originalvideo zu tun hat, von wo es um paranoide Schizophrenievorwürfe ging, das Maß an verdrehter Wahrnehmung ist unfassbar. Ey, ich finde, es gibt schon Kommunikationsprobleme. So, Kommunikation kann immer zu Missverständnissen und der eine sagt das und der andere versteht das und man redet aneinander vorbei. Aber ich gerade dieser essentielle Teil von dem ironischerweise geframten Versuch, jemanden als gewalthandgreiflichen, gefährlichen Menschen darzustellen, der einen Ausbruch hatte, das dann in einer Veröffentlichung der Krankenakte geführt hat, gefühlt, das ist schon ziemlich fucking lame, Alter. Alles andere, was passiert ist, egal wie schlimm, bleibt privat. Ja, ja. Weil es in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Also ja, schaut euch in Ruhe die Fakten und die Beweise hier im Video an und sagt mir dann, bitte, wer hier monatelang eine wahnsinnig manipulative Hetz- und Zerstörungskampagne geleitet hat. Immerhin sind wir uns am Ende in einem Punkt einig. Unterlasst Beschimpfungen und Hass, davon gibt es eh schon viel zu viel. Danke an alle, die sich das hier angeschaut haben und auch an alle Zuschauer, die an mich geglaubt haben und die mir wirklich sehr liebe Nachrichten geschickt haben. Das hat mein Leben in einer sehr, sehr, sehr dunklen Zeit zumindest immer mal wieder ein bisschen aufgehellt. Es klingt sehr kitschig, aber es ist die Wahrheit. Ich hoffe, wir sehen und hören uns das nächste Mal unter schöneren Umständen wieder. Habt einen schönen Restsommer und passt auf euch auf. Eure Anissa. Ja, wichtig. Fassen wir mal zusammen. Das Video startet mit einem 15-minütigen Fokus auf eine Handgreiflichkeit gegenüber einem Stuhl und einem Tisch. Dieser Fokuspunkt wird genutzt, um eine Therapie von Antidepressiva, was ein Psychopharmaka ist, zu veröffentlichen. Seit 11 Jahren. Davon war vorher nicht die Rede. Davon war in keiner Art und Weise die Rede. Der Vorwurf war, hinter meinem Rücken wird behauptet, ich habe eine paranoide Schizophrenie. Wurde nicht mal angesprochen. Es ging um was ganz anderes. Wurde gar nicht erwähnt. Was allerdings erwähnt wurde, war eine wirklich unangenehme Aneinanderreihung von privaten Veröffentlichungen der Beziehung zwischen Menschen. Es wurde sehr lange ein Fokuspunkt auf etwas gelegt, von der sich eine Person, die anwesend war, getriggert fühlt. Und ich glaube, das kann ich tatsächlich verstehen, wenn es darum geht, dass man mit häuslicher Gewalt zu tun hatte. Aber das als Grundlage zu nehmen, um dann 15 Minuten lang die ist verrückt, die ist crazy, die nimmt ihre Tabletten nicht, die ist das. Ja, das fühle ich nicht. Das fühle ich ganz und gar nicht. Die härtesten Aussagen wurden hier, wenn gar nicht oder nur wirklich, wirklich zu gering eingeschätzt. Die Tatsache, dass man einen sexuellen Übergriff empfindet und das dann bei all den veröffentlichten Informationen, so all den veröffentlichten Chats gar nicht mehr hinzukommt, das finde ich super lame, Alter. Das mit der Sexparty ist so ein Ding, das ist für mich nur unangenehm, weil ich weiß nicht, welche Sexparty gemeint ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die mehrere Sexpartys machen. Da bin ich einfach raus. I don't know. Ich glaube, niemand kann sagen, was, wie, wann ist. Das nervt einfach nur. Aber viel von dem, was hier passiert, neben der Tatsache, dass viel auch mit so einer malicious intent gemacht wird. Also die Leute mögen sich einfach nicht. Und vollkommen nachvollziehbar, dass die sich an dem Punkt nicht mögen. Viel von dem, was hier gesagt wird, ist halt auch echt ein Kommunikationsproblem. Was entsteht, wenn man gar nicht mehr auf einen Nenner kommt?
Und wenn dann irgendwie auch noch Vorwürfe, traumatisierende Vorwürfe und so manipulative Vorwürfe in den Raum kommen, Bruder, die Leute fangen dann nicht mehr miteinander an zu reden, sondern sie reden übereinander hinter dem Rücken mit Leuten, die dann mit anderen Leuten hinter dem Rücken reden und eine Art von, ist halt stille Post, ja, bloß eben toxisch, toxische stille Post, böse stille Post, wie man es nennen will. Ich habe mich lange bei einer Reaction dieser Kürze nicht mehr so viel geschämt, Alter. Teilweise wegen den ganzen privaten Details, teilweise wegen der Tatsache, worum es hier eigentlich geht, teilweise auch, wie hier mit wirklich irrelevanten Nebeninformationen jemand versucht wird, als wahnsinnig abzustempeln. Denn das ist für mich irgendwie auch so eine Krux, die ich nicht verstehen kann, Alter. Antidepressiva nehmen und die dann nicht mehr nehmen und dann dieses Wahnsinnigen-Ding und die ist nicht mehr ganz bei Trost oder die ist nicht mehr zurechnungsfähig, Bruder, das fühle ich gar nicht. Das fühle ich gar nicht. Im Zusatz will ich übrigens noch eine Sache anschließend hinzufügen. Das hier ist ein Vorwurf von 25. Eva, Gnu, andere Cosplayer, Cutter, you name it, die sich entladen haben. Rezo, Reefed. So, das hat sich entladen. Das hat sich durch einen Dammbruch entladen. Ich habe das Wort vorhin gesagt. Die Katzen. All diese Katzen, das Katzenthema ist hier nicht drin. Ne? Die Tatsache, die Lüge mit den Wohnungen, remember? Ja, die war gar nicht in meiner Wohnung, die war in der Wohnung von meiner Schwester. Ja, nee, wurde debunked. Ist nicht dabei. Diese ganzen Dinge wurden halt entweder ausgelassen, weil sie halt keinen Good Look hinterlassen oder die. Es ist. Und das wirklich Schlimmste, glaube ich, ist, dass jegliche Bedeutung der Entschuldigungen und Statements vorher vollkommen verloren gegangen sind. Alles. Ich habe mich ja für mein Verhalten entschuldigt und da kann man ja konstruktive Kritik üben, aber this video. Und nun werden alle wieder darüber reden, nachvollziehbarerweise. Ich bin ja Teil davon, ich will mich gar nicht rausnehmen. Ne? Hängt mich auf, wenn ihr mich aufhängen wollt. Und es kommt hier nicht zur Ruhe. Und wenn es hier traumatisierte Leute gibt, die traumatisiert sind durch die Tatsache, wer auch immer da mit dem Finger auf sich zeigt, sie bleiben traumatisiert und es wird erstmal wieder schlimmer, bevor es besser werden kann. I don't know, Alter. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist hier. Da wir zuletzt erst dieses Cybermobbing-Kartell-Video gesehen haben, kann man, glaube ich, hier sagen, grundsätzlich, ein Opfer kann auch immer ein Täter sein und das eine schließt das andere nicht zwangsweise aus, um das mal ein bisschen klarer zu machen. Ich denke, jemand, der häusliche Gewalt erlebt hat, und sich sehr schnell in diesen Bezügen hat triggern lassen und dann irgendwie so, ne, so Reflexreaktionen rausmacht und wer weiß was, kann gleichzeitig aber auch echt ein beschissener Mensch sein. Und ich denke, unabhängig von diesem Video, dass es zu viele Begleitäußerungen gibt von allen möglichen Leuten, die alles Mögliche dazu gesagt haben, die halt tatsächlich involviert waren, die tatsächlich noch einen Zusatz gegeben haben, die gesagt haben, ja, me too. Ich glaube, dass dieses Video das gar nicht außer Kraft setzt. Und ja, hier frisst man Scheiße. Und das ist auch etwas Wichtiges. Ich denke, Anni frisst gerade Scheiße. Aber bitte, come on. So etwas wie die, du bist jetzt nicht mehr im Internet und du wirst nicht mehr zurückfinden, gibt es einfach nicht. Gib der Nummer, nachdem das irgendwann vorbei ist, ein halbes Jahr. Und dann kommen wieder Firmen, dann kommen wieder Placements, dann kommen wieder Kooperationspartner, dann kommen wieder Managements, dann kommen wieder das, dann kommen wieder das, dann kommen wieder das. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich spreche da von Erfahrung. Über mich wurden die schlimmsten Dinge erzählt. Und trotzdem sitzen hier die Firmen wie in Schlange und warten. Weil sowas halt, das ist ein Moment, an dem du wachsen kannst, von dem es besser wird, an dem du die Kontrolle verlierst oder nicht verlierst und sie dann wieder zurückgewinnst. Das Internet vergisst vielleicht nicht, aber es vergisst doch zu einem großen Teil ziemlich schnell, Alter. Ich glaube wirklich nicht. Und ich meine das mit vollkommen ernst. Ich glaube nicht, dass es ein langfristiges Problem geben wird, für Anni mit der Größe und der Reichweite wieder zurückzukommen. Es wird immer Leute geben, die jemanden finden. Es wird immer Leute geben, die dann eventuell kommen, mal mehr, mal weniger. Am Anfang logischerweise mehr. Aber gib der ganzen Sache Zeit und dann ist weg. Weil die einzigen Leute, die sich canceln, sind die, die sich selber canceln. Wegen Dingen, mit denen sie, weil sie nicht mehr in den Spiegel gucken können.
Aber dass irgendwer irgendwen da draußen cancelt. Come on, Leute. Was haben wir schon alles gesehen? Was haben wir denn schon alles gesehen bei Influencern? Sogar Dr. Disrespect plant sein Comeback. Come on. Und jetzt müssen wir mal vielleicht so ein bisschen die Erwartungshaltung haben. Ich glaube, das ist okay. Weil ich glaube, wenn man sich daran festhält, dass das so ist, hat man so eine toxische Erwartungshaltung und wird so von dieser Erwartungshaltung zerfressen, Alter. Ich glaube, es ist okay. Was mich stört, und das ist etwas, das man vielleicht nachvollziehen kann oder nicht, was mich stört, ist manchmal, wie schnell das geht. Mich stört manchmal, wie schnell das geht. Mich stört nicht, dass es irgendwann passieren wird, aber mich stört manchmal, wie schnell das geht. Ne? Man sagt zwar, das Internet vergisst nicht, aber die Streamerwelt hat Demenz, die Zuschauer vergessen schnell, sie war ApoRed, der allerechte Pleitehase. Es ist vielen Leuten auch einfach egal. Ne? Bei der ApoRed-Sache, also ich bin wirklich, und jetzt ist die Frage, wie man damit umgehen soll. Bei der ApoRed-Sache, der wurde verurteilt und die Leute haben trotzdem weiter ihre dämlichen Reactions hochgeladen. Ne? Und ich dachte mir, Digga, wir haben immer davon gesprochen, dass es irgendwann Konsequenzen gibt für Leute, die verurteilt werden. Aber ihr habt alle einen F*** gegeben. Das war alles ausgedacht. Das war alles ausgedacht, oder nicht? Der wurde öffentlich, wirklich öffentlichkeitswirksam verurteilt. Aber es spielt keine Rolle. Das Maß an Entertainment überwiegt. Damit habe ich manchmal Probleme. Vielleicht hat jeder da in diesem Zusammenhang ein bisschen Probleme mit. Ich glaube, sich daran festzuhalten, bringt gar nichts. Ich glaube, wir haben so viele, ihr wahrscheinlich noch mehr, ich bin nicht mehr auf Social Media unterwegs, aber ich glaube, ihr habt so viel mehr Dinge gesehen von Leuten, bei denen man glauben könnte, Alter, der hat jetzt etwas getan, das kann doch niemals, jetzt ist doch alles vorbei. Nee, gibt's nicht. Das große Phänomen von lösch dich, nee, nicht, gar nicht. Und mittlerweile bin ich ein bisschen damit fein. Ich kann ein bisschen besser damit umgehen. Ich weiß nicht, ob es an der Frequenz liegt, die damit einhergeht, aber ich glaube, ich kann mittlerweile ein bisschen besser damit umgehen und ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen besser damit umgehen, weil am Ende des Tages entscheidet ihr ja auch darüber, wer Erfolg hat und wer nicht Erfolg hat und diesen Drama-Sachen hinterher zu gieren, das ist alles eine Sache, die kann ich vollkommen verstehen, aber wenn wir an dem Punkt ankommen, an dem Sachen klar sind und Sachen klargestellt sind, seid ihr da draußen die einzige Metrik, die es in irgendeiner Form kümmert, wie hoch sie ist. Denn nur wenn ihr etwas nicht guckt, wird es irrelevant. Wenn ihr aber einschaltet, um dann nochmal zu erfahren, an dem Point of No Return, wie es dann darum doch noch steht. Tja. Ne? Das ist übrigens auch Reflexion für mich. Und ich hoffe, ich kriege das zukünftig noch besser hin. Ich muss erkennen, wann gewisse Dinge in gewissen Themengebieten der Point of No Return sind. Also an dem man genug Content daraus gemacht hat, um dann zu verstehen, eigentlich ist die Sache klar. Ich muss mir das nicht länger angucken, um zu verstehen, wie die Sachlage ist. Alles, was darüber hinaus passiert, ist Voyeurismus. Ich will das niemandem zum Vorwurf machen, weil ich das auch für mich habe. Und ich denke, erst wenn ich das hingekriegt habe, kann ich es jemandem zum Vorwurf machen, weil das halt bei mir so ist. Aber am Ende des Tages ist es ja vielleicht gut zu verstehen, wie das Problem aufgebaut ist. Ne? Ich hoffe, wir haben uns heute alle ein bisschen geschämt. Weil ich habe mich auf jeden Fall geschämt, dieses Video zu sehen. Es war alles ein bisschen Scham. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen geschämt. Haben wir uns zusammen zumindest ein bisschen geschämt. Die nächsten Tage werden wild. Denn jetzt ist Phase 1. Oder jetzt kommt es ja immer in Phasen. Jetzt ist Phase 1, das Video ist hochgeladen und jetzt kommt jeder und seine Mutters Meinungsblogger und macht eine Analyse, so wie ich hier. Und alle sagen, ich glaube ihr nicht. Bruder, das ist wirklich nicht mehr normal, Bruder. Leute, was ist denn das für eine Meta? Wie soll man denn da mithalten? Bruder, ich bin noch live. Ich bin nicht mal, der Stream ist nicht mal aus. Und die Reaktionen sind schon hochgeladen. Hä? Bruder, wie habt ihr so schnell das Thumbnail gemacht? Für mich, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich mir das so lange reinziehe. Aber es gab so viel zu diesen ganzen Sachen zu sagen. Teilweise war auch sehr, sehr verwirrt und verstört und so. Keine Ahnung. Ich verpiss mich jetzt. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock. Ich verpriss mich jetzt. Was ist das Fazit? Das Fazit ist, Rezo trennt sich nicht von Moore. Und wir sehen uns morgen oder so. Bleibt ruhig, bleibt stabil, reflektiert euch selbst. Da könnt ihr am effizientesten sein, da habt ihr am besten Kontrolle. Ich mach das auch. Bleibt nett und
Haltet euch fern von parasozialen Gassen. Kommst du in meinen Stream, dann geh ich ehrenlos auf Mutter. Danke Mickey an der Stelle, ich geh ehrenlos auf Mutter.